Heidi, jetzt beeil dich bitte. Unsere Hochzeitspaare kommen gleich. Einen Moment bitte noch. Ja. Soll doch ein schönes Foto werden, oder? Das Foto ist der Aufhänger der Werbebroschüre. Es soll Verliebte anregen, hier an Bord zu heiraten. Nicht wahr, Schatz? Ja. Rückt man ein bisschen enger zusammen. Ja, sehr schön. Bitte lächeln. Kannst du mal einen Arm um sie legen, bitte? Perfekt. Danke. Willst du auch noch Einzelporträts machen, oder? Die Kunden nehmen euch als Paar wahr, auch wenn ihr in Wirklichkeit gar keins mehr seid. So, Kapitän Burger bitte und Beatrice bitte mit dem Anker. Ja. Stefan. Ein Schritt vor. Hast du eigentlich Heidi von unserer gemeinsamen Nacht erzählt? Natürlich nicht. Den Anker bitte in die Hand, genau. Wir waren uns doch einig. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, super. Wunderbar. Sehr schön. Ach, denken Sie bitte noch an das Vorwort für die Broschüre. Ist das nicht Sache der Hochzeitsplaner? Das ist Chefsache. Na bitte, Beatrice, dann fang doch am besten gleich an. Netter Versuch, aber das musst du selbst machen. Schieb's nicht auf die lange Bank. Also erstmal ist die Hochzeitsrede dran, ja? Erstmal sagen alle. Erstmal heißt es bitte lächeln. Ja, genau, sehr schön. Jetzt gibt's schon zu. Hier zu heiraten ist ein Traum. Für dessen Erfüllung du dir ziemlich viel Zeit gelassen hast. Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Ich denke, Sie warten auf Ihre Hochzeitsplaner. Nein, Simone hat mich leider nicht erhört. Herr Staube ist der Trauzeuge von Frau Burkhardt. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ja. Wo ist denn Ihr Mann? Oh, der steckt in schwierigen Verhandlungen. Das Brautkleid. Was ist damit? Was ist mit dem Kleid? Nichts, Mama. Nur Simone hat schon eins. Weißt du, wie verletzend das ist? Dein Vater und ich haben über Jahre das größte Brautmodengeschäft in Köln aufgebaut. Aber sie muss ihr Kleid woanders kaufen. Simone war doch bei dir im Laden und hat nichts gefunden. Sie will nun mal nicht in Weiß heiraten. Sie sollte eigentlich schon seit 20 Jahren unter der Haube sein. Dir geht's doch gar nicht um das Kleid, gib's zu. Was kann ich denn dafür, dass ihr so eine Frau heiratet, die ein paar Jährchen älter ist als er? Hey, als mein Trauzeuge könntest du mich ruhig ein bisschen unterstützen. Ich sag ja auch nichts dazu, dass deine Freundinnen immer jünger werden. Ist doch immer noch so. Bei den Männern wird das akzeptiert. Ich fürchte, für eine Türkin der Generation ihrer Schwiegermutter ist eine ältere Schwiegertochter etwas gewöhnungsbedürftig. Also ehrlich, Leila lebt seit Jahrzehnten in Köln und da ist ja nun wirklich alles erlaubt. Ich heirate ihren Sohn ja nicht, weil ich was Junges, Knackiges gesucht habe. Aber es schadet doch nicht. Ich spreche aus Erfahrung, wie du mir so gerne vorhältst. Ich liebe Mesut. Ende der Diskussion. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Wir lieben uns und wollen zusammen alt werden. Simone hat ein paar Jahre Vorsprung. Ich würde mich freuen, wenn meine einzige Schwiegertochter mein Geschenk annehmen würde. Ich zeige Ihnen jetzt die Adlon Lounge. Da können Sie einfach mal zwischendurch einen Kaffee trinken oder auch ein Buch lesen. Es gibt dort eine große Bibliothek. Ah, Dr. Sander, darf ich Ihnen unser Brautpaar vorstellen? Das sind Judith und Markus Müller, Dr. Sander, unser Schiffsarzt. Hallo. Freut mich. Hallo. Hallo. Ralf Hartmann, ich bin Judiths Vater. Wir haben miteinander telefoniert. Ah, okay. Freut mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Andrea, Dr. Hartmann ist einer der führenden Orthopäden in Deutschland. Sollten Sie also jemals Probleme mit Ihren Knien haben, dann... Ach, die werden nur ab und zu mal ein bisschen weich, besonders bei den Hochzeiten. Wir sehen uns dann unten. Ja. Und Sie machen die Dialyse? Ja, wir passen die Behandlungszeiten immer dem jeweiligen Reiseprogramm an. Wie lange sind Sie schon auf eine Therapie angewiesen? Seit knapp 3 Jahren. Aber dank der Dialyse kann ich ein relativ normales Leben führen. Normal. Stehen Sie auf der Warteliste für eine Spenderniere? Nicht mehr. Warum nicht? Es hat sich herausgestellt, dass ich als Spender in Frage komme. Ja, und direkt nach den Flitterwochen geht's ins Krankenhaus. Es ist wie 6 Richtige im Lotto. 2x6 Richtige. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh ja. Ja, bitte, nach Ihnen. Eine zum Heiraten entschlossene Frau sollte man nicht aufhalten. Wie bitte? Aber nein, wer würde mich denn noch nehmen? Da wüsste ich schon einige. Heiratsschwindler, die müssen sich aber in Acht nehmen. Mein Sohn ist Staatsanwalt. Ah, meine Kollegin heiratet einen hier an Bord. Simone? Ja, natürlich, Sie sind Mesuts Mutter. Dirk Stauber, Trauzeuge. Leila Güneş. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Was denn? Nur Gutes. Ihre Schwiegertochter schätzt Sie sehr. Für einen Anwalt sind Sie ein ziemlich schlechter Lügner. In meinem Berufsstand ist das eine Beleidigung. Oh je. Verklagen Sie mich jetzt?
die Infos zu den zwei Brautpaaren. Ein paar Anmerkungen für das Vorwort. Moment mal langsam, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Captain, weißt du, was ich glaube? Du leidest unter Prokrastination. Was? Ja, das ist, wenn einer immer alles auf die lange Bank schiebt. Auf Schieberitis. So ein Quatsch. Alles, was mir fehlt, ist eine zündende Idee für den Anfang. Das ist alles. Ausreden. Du weißt doch seit Tagen, dass eine Hochzeit ansteht. Und das Vorwort wolltest du schon letzte Woche schreiben. Dein Dackelblick hilft dir gar nichts. Beatrice, eines Tages werde ich dich wegen Missachtung meiner Autorität in Ketten legen lassen. Nicht unter 18 Karat. Es ist Zeit für die Dialyse. Kann ich nicht hier sitzen bleiben? Ich fürchte, nein. Ich brauche morgen eine topfitte Braut. Deine Bank, willst du nicht rangehen? Herr Müller? Herr Wielke, ja, da haben Sie Glück, dass Sie mich erreichen. Wir sind gerade abgelegt. Es gibt gute Neuigkeiten. Gute Nachrichten? Auf Ihrem Konto sind 50.000 Euro eingegangen. Nee, das ist ein Fehler. Nein. Überweisen Sie es doch bitte zurück, ja? Und wegen der anderen Sache, das, ich melde mich. Mach ich. Danke. Wieder. Tschüss. Alles in Ordnung? Februar. Zu deinen Gunsten? Ich bestelle Champagner. Nee, lass mal. Wenn dein Vater nicht alles bezahlen würde, dann müssten wir die Hochzeit auf dem Campingplatz verbringen. Vielleicht sollten wir es nicht übertreiben. Ja, solange du mit dem Zelt bist. Das ist ein Argument. Mhm. Et voilà. Das ziehe ich nicht an. Das ist ein Albtraum. In Weiß. Ja, es ist zugegebenermaßen nicht ganz dein Stil, aber sie ist als Friedensangebot meiner Mutter. Wohl eher als Kampfansage. Ich wette, du siehst darin umwerfend aus. Guck mich nicht so an. Bitte, für uns. Das zieht mich. Wer verteidigt denn jugendliche Intensivtäter und fordert, dass sie eine zweite Chance bekommen? Manche sogar eine dritte oder vierte. Und bei deiner eigenen Schwiegermutter... Bei meinen Mandanten sehe ich die Möglichkeit, dass sie sich ändern können. Und bei meiner Mutter nicht. Frau Anwältin, Sie enttäuschen mich. Sie sind nicht nur voller Vorurteile, Sie sind auch noch stolz darauf. Einspruch. Wird nur stattgegeben, wenn du meiner Mutter eine Chance gibst. Das ist Erpressung. Liebe. Liebe ist Erpressung. Ich will dein verdammtes Geld nicht. Das habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Meine Bank zahlt alles zurück. Vertrag ist Vertrag. Sie ist als eine Art Mitgift. Ich lasse meinen Schwiegersohn nicht in die Privatinsolvenz gehen. Ich habe mich nie darauf einlassen dürfen. Ich werde Judith alles sagen. Das darfst du nicht. Ich will meine Frau nicht länger belügen. Nur noch 6 Mal. Ich führe eine Strichliste, wie oft ich noch an diese Maschine muss. Bis vor kurzem war ich noch auf Jahre eingestellt, so langsam jemand auf der Warteliste hochrückt. Ja, leider gibt es noch immer nicht genügend Organspender. Trotz aller Kampagnen. Mein Vater wollte spenden. Es hat nicht gepasst. Selbst bei Blutverwandten nicht selten. Umso mehr Glück, dass Ihr Mann als Spender in Frage kommt. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Bei meinem Vater in der Klinik. Markus war sein Patient. Schicksal? Warum willst du ihr diesen Traum zerstören? Sollte Judith jemals erfahren, dass wir dem Schicksal ein klein wenig nachgeholfen haben? Klein wenig. Dir kam das doch ganz gelegen, dass ich als Spender in Frage komme und pleite bin. Ja. Ihr habt euch ineinander verliebt, erst dann habe ich überprüft, ob du als Nierenspender in Frage kommst. Das war eine glückliche Fügung. Für uns alle. Ich freue mich wirklich, dass du deine Meinung zu dem Kleid geändert hast. Was tut man nicht alles für die Familie? Ich helfe dir gerne morgen beim Ankleiden. Und Sie? Haben Sie sich schon getraut? Ich bin wohl mit meinem Beruf verheiratet. Also die Ausrede kenne ich. Die benutze ich auch immer. Ansonsten hoffe ich, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit und Sie fühlen sich wohl an Bord. Und sind doch hoffentlich nicht zu nervös wegen morgen. Vor dem Staatsexamen hatte ich mehr Bammel. Keine Sorge. Wir werden Ihnen morgen eine ganz einfache Frage stellen, die Sie mit einem einfachen Ja beantworten können. Siehst du. Guck mal,
da seid ihr richtig gut getroffen. Mhm. Richtiges Dream Team. Bedauerst du eigentlich, dass es zwischen euch doch nicht geklappt hat? Also als Ehepaar, meine ich. Wieso fragst du? Weil ich es schön mit dir finde. Mit uns. Ich weiß, wir haben abgesprochen, dass wir es erstmal locker angehen, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube aber, dass ich das doch nicht so richtig gut kann. Ich möchte gerne deine Freundin sein. Und zwar so richtig und ausschließlich. Und ich wollte wissen, ob du dir das auch vorstellen kannst. Wow. Wow, bloß nicht? Oder wow, finde ich gut? Wow, finde ich gut? Wow. Vorhin diesen Anruf bekommen von meiner Bank. Willst du das Geld jetzt doch behalten? Nein, aber ich habe nachgedacht. Weißt du, vielleicht ist so eine Gütertrennung ja gar nicht schlecht. Wieso das denn? Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast so viel für mich getan. Das kann ich dir niemals zurückzahlen. Jedenfalls nicht mit Geld. Ich meine ja nur, dass Menschen machen Fehler. Dinge, die sie bereuen. Ja, das will ich auch hoffen. Wie für dich gemacht? Schau dich doch mal an. Findest du das nicht alles so lieb? Bisschen viel. Perfekte Ablenkung. Ab einem gewissen Alter fordert nun mal die Schwerkraft ihren Tribut. Und die Haut hängt dann mal gerne. Bei mir hängt nichts. Mhm. Mein Dekolleté kann sich auch sehen lassen. Ja, aber die Spitze ist doch so sehr... Altmodisch. Alt und modisch, passt doch. Aber bitte, ich kann sie auch abtrennen. Maximale Wassertiefe 7 Meter. Egal, wir gehen da drüber. Morgen, Captain. Morgen, Beatrice. Na? Ist das nicht ein herrlicher Tag zum Heiraten? Ist deine Rede fertig? Ja, so gut wie. Du hast nicht mal angefangen, wetten? Typischer Fall von Prokrastination. Ja, und du leidest unter chronischer Drängelei. Oh, das ist doch gar nicht wahr. Frag Dr. Sander, der wird dir das bestätigen. Na komm jetzt, heiraten. War das ein Antrag? Das ist doch... Hammer. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wow. Ja, du hattest recht. Ich leide an Pro-Dickster. Prokrastination. Was willst du denn jetzt machen? Improvisieren? Ja. Liebe Brautpaare, liebe Gäste, ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Prokrastination bekannt vorkommt. Es handelt sich dabei um eine Art Erledigungsblockade, die manche Menschen dazu bringt, Dinge immer wieder zu verschieben. Sie leiden nicht darunter. Sie haben sich entschieden. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, dass Sie diese Entscheidung nie bereuen werden. Und daran mögen Sie diese Anker immer erinnern. Lieber Markus, wollen Sie Judith lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworten Sie, ja, ich will. Ja, ich will. Liebe Judith, wollen Sie Markus lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod... Ja, ich will. Wie
Hiermit erkläre ich Sie zum Mann und Frau im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Mesut, wollen Sie Simone lieben und ehren in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworten Sie, ja, ich will. Ja, ich will. Liebe Simone, wollen Sie Mesut lieben und ehren in guten wie in schlechten Tagen? Ja, ich will. Hiermit erkläre ich Sie zum Mann und Frau, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke. Toll, was ihr aus dem Kleid gemacht habt. Ihr zwei werdet doch noch ein Herz und eine Seele. Denkst du, deine Mutter wird versuchen, uns auseinanderzubringen? Das wird ihr nicht gelingen. Schenk doch deiner Mutter einen Tanz. Ihr habt euch noch euer ganzes Leben lang. Hm? Wie viele Jahre kriege ich, wenn mir beim Anschneiden der Torte das Messer ausrutscht und in Laylas Rücken landet? Vorsätzliche Tötung? 15 Jahre. Naja, das wäre im Affekt maximal 7 Jahre. Und mit dir als Anwalt? Kann ich etwas tun, um das zu verhindern? Komm mit in die Türkei, bitte. Wir fahren erst nach Istanbul und dann nach Kappadokien. Das ist die Heimat von Mesuts Familie. Und die Landschaft, die soll toll sein. Simone, tut mir leid. Sei nicht böse, ich tanze mit meiner Braut weiter. Sie tanzen aber gut. Das kann nur an Ihnen liegen. Warum mögen Sie Simone nicht? Ach, ich mag sie schon. Als Mensch. Sie ist intelligent, durchsetzungsfähig. Sie sieht gut aus. Für ihr Alter sogar sehr gut. Nur... Als Schwiegertochter gefällt sie Ihnen nicht. Sie passt nicht zu Mesut. Sie kann nichts dafür. Sie ist zu alt. Man könnte auch sagen, Mesut ist zu jung. Ich streite mich doch nicht mit einem Anwalt. Stefan hat keine Ahnung, wie stark ihre Gefühle für ihn immer noch sind, oder? Ich hatte ja selbst keine. Bis... Ja, bis wir... Sex mit dem Ex, das ist so ein Klischee. Das soll aber häufiger vorkommen. Ich hätte einfach wissen sollen, dass es ein Fehler ist. Wissen Sie, was Marlene Dietrich mal gesagt hat? Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein wenig früher. Damit ich mehr davon habe. In Ordnung? Ja, mein Knie braucht eine Pause. Nur mein Knie. War gut. Viel Spaß. Also bei einer türkischen Hochzeit würde es jetzt erst losgehen. Aber bei euch? Deutschen? Ja. Sie haben eine Menge Vorurteile. Ich denke, beide Seiten können voneinander Dinge lernen. Ja, und was das Feiern angeht, bestimmt. Und den Rest kann ich noch nicht beurteilen. Sie müssen unbedingt mal in die Türkei. Sie verpassen wirklich etwas. Ja? Scheint mir auch so. Oh. Oh. Das
ist wohl ein Zeichen. Eindeutig. Zeit fürs Bett. Und Sie mal. Schlafen Sie gut. Ja, vielen Dank für den schönen Abend. Nicht zu danken. Nacht. Gute Nacht. Eine tolle Frau. Sagen Sie, wie flexibel sind Sie mit Ihrer Reiseplanung? Gleich. Wahnsinn. Unfassbar schön. Istanbul. Ein Traum. Ich sehe dich dann übernächste Woche in der Kanzlei. Nein. So schnell wirst du mich nicht los. Ihr Trauzeuge hat sich auf ihr Bitten hin doch noch dazu entschlossen, sie in die Türkei zu begleiten. Ja. Aber gestern wolltest du doch noch... What a difference a day makes. Ich muss doch verhindern, dass du deiner Schwiegermutter an die Gurgel gehst. Türkische Gefängnisse haben keinen besonders guten Ruf. Danke. Dirk kommt mit in die Türkei. Wolltest du nicht gestern noch am liebsten alleine flattern? Ja, aber deine Mutter kommt so oder so mit, um das Grab deines Vaters mit uns zu besuchen. Und ich brauche ihn als artneutrale Zone zwischen ihr und mir. Das türkische Sprichwort lautet, die Erde und die Steine Istanbuls sind aus Gold. Und da natürlich viele zum Gold wollen, erstreckt sich die Stadt mittlerweile über 100 Kilometer Länge und 40 Kilometer Breite. Vor 50 Jahren lebten hier gerade mal 2 Millionen Menschen. Inzwischen sind es über 17 Millionen. Kein Wunder also, dass die Stadt aus allen Nähten platzt und täglich tausende Istanbuler stundenlang im Stau stehen. Es sei denn, man fährt mit dem Boot über den Bosporus. Ja, der trennt den asiatischen und den europäischen Teil der Metropole. Somit ist Istanbul die einzige Stadt der Welt, die auf 2 Kontinenten liegt. Und das da ist der Ciran-Palast, der ehemalige Wohnsitz der Mogule. Und auch unser Hotel. Wir müssen uns noch entscheiden, bei wem Heidi mitfährt. Schließlich reist sie nicht als meine Freundin mit, sondern als unsere Fotografin. Trotzdem ist sie beides. Ja. Wir hätten auch ein Taxi zur Dialysepraxis nehmen können. Damit werden wir hier in Istanbul auch nicht schneller. Und da du deinen Markus schwimmen geschickt hast, kann ich noch etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen. Bald seid ihr mich ja eh los. Ah, keine zu voreiligen Versprechen. Das letzte Mal bin ich mit deiner Mutter in so einer Kutsche gefahren. Du vermisst sie immer noch sehr, oder? Hm. Aber zum Glück habe ich ja dich, Prinzessin. Du wirst ihr immer ähnlicher. Was hältst du eigentlich von Enkelkindern? Nach der Transplantation natürlich. Das Risiko ist viel zu hoch. Judy, du musst dein Leben lang Medikamente einnehmen, damit das Spenderorgan nicht abgestoßen wird. Es gibt Frauen, die mit einer Spenderniere schwanger geworden sind. Mit Kaiserschnitt ist das Risiko gar nicht mehr so groß. Aber es ist immer noch zu hoch. Sei froh, dass du bald ein neues Leben geschenkt bekommst. Dass wir Markus gefunden haben, ist so... Ich meine... Dass ihr beide euch gefunden habt, das ist so ein unfassbares Glück. Strapazier es nicht über. Der Topkapi-Palast wurde 1478 erbaut und war jahrhundertelang der Wohn- und Regierungssitz der Sultane. Er war auch die Schaltzentrale, sozusagen das Bundeskanzleramt des Osmanischen Reiches. Ab hier beginnen die Privatgemächer des Sultans. Sie durften von Männern nicht betreten werden. Der Harem ist ein Labyrinth von mehr als 300 Räumen. Wie viele Frauen? Man schätzt so bis zu 800.
Aber die Ehefrauen des Sultans, die konnte man an zwei Händen abzählen. Und bereust du es nur, mit einer Frau verheiratet zu sein? Nein. Andererseits... Wieso wundert mich das jetzt nicht? Judith mit dir über ihren Kinderwunsch gesprochen. Nein. Judith darf nicht schwanger werden. Sie braucht zwar nach der Transplantation keine Dialyse mehr, aber für eine derartige Belastung ist ihr Körper zu schwach. Also bisher war es überhaupt kein Thema. Und ich finde, ich hätte da auch noch ein Wörtchen mitzureden, oder nicht? Du musst ihr das ausreden, klar? Judith trifft ihre eigenen Entscheidungen. Und vielleicht solltest du dich mal daran gewöhnen, dass Judith erwachsen und verheiratet ist. Falls wir uns für ein Kind entscheiden, dann lass mir es dich wissen. Und wie willst du für eine Familie sorgen? Du studierst noch. Bist bis über beide Ohren verschuldet. Und meine Hilfe willst du ja nicht. Lass das mal meine Sorge sein. Im historischen Kern der Stadt. Istanbul war unter dem Namen Byzanz, später Konstantinopel, die Hauptstadt von drei Weltreichen. Das da ist die Hagia Sophia. Zuerst römisches Gericht, dann byzantinische Kirche, später Moschee und seit der Gründung der Türkischen Republik ein Museum. Auf der anderen Seite steht die Sultan Ahmed Moschee, wegen ihrer 21.000 blau-grünen Keramikfliesen auch Blaue Moschee genannt. Sie hatten recht. Ich hätte wirklich etwas verpasst, wenn ich nicht mitgekommen wäre. Nicht nur architektonisch. Sie haben jetzt nicht wegen mir Ihre Pläne geändert. Und wenn doch? Dann hätten Sie einen Fehler gemacht. Sie wissen doch, wie alt ich bin, oder? Das ist nur eine Zahl. Schauen Sie sich an. Ihre Schönheit kennt kein Alter. Wir machen noch mal ein Foto. Bitte lächeln. Ach komm, das können Sie besser. Also diese Warterei ist wirklich das Nervigste einer ganzen Dialyse. Wie Judith das aushält, bewundernswert. Ich finde es bewundernswert, was Sie für Ihre Frau tun. Ihre Nierenspende ist wirklich ein großer Liebesbeweis. Würden wir auch so weit gehen? Ja. Haben Sie vorher auch gesagt? Also erstmal müssen Sie zwei ja wissen, ob sie überhaupt zueinander passen. Ich denke schon. Nein, ich meine als Spender und Empfänger, wie rum auch immer. Da ist sie ja. Und, wie war's? Es war gut. Ich habe dem Arzt gesagt, er soll die Filtrationsrate erhöhen. Das ist die Geschwindigkeit, mit der mein Blut das Wasser und die Schadstoffe entzogen wird. Kann man die denn einfach so erhöhen? Ich wollte euch nicht so lange warten lassen. Judith! Vorsichtig, ganz ruhig. Doch ein bisschen schnell. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, danke, es geht schon. Ich muss nur was essen und was trinken. Ja, du bleibst sitzen. Okay. Wir machen das. Okay. Wollen Sie schon mal ein Stück Zucker? Oh ja. Dürfte ich den haben, bitte? Meiner Frau geht's nicht gut. Danke. Ach, bitte. Wunderbar. Dankeschön. Meine Cousine kommt gleich. Ihr Sohn hat eine deutsche Frau geheiratet. Und checkst du das so nach? Amai. Wie weit ist es denn noch bis zum Taxi im Platz? Nur noch ein paar Blocks. Können wir nicht die Bahn da nehmen? Nein, du wirst keinen Platz finden. Zu Fuß sind wir schneller. Da sind da wir kommen schon. Sie. Die warten ja alle auf uns. Was ist jetzt los? Ein alter Hochzeitsbrauch, vermutlich. Das ist mein Onkel Cihan. Das ist meine Frau, Simon. Freut mich sehr. Das ist der Trauzeuge.
Das ist deine neue Familie. Onkel Jihan ist ein Cousin meines Vaters. Und der Rest, das sind Cousins und Cousinen zweiten oder dritten Grades. Glaub ich zumindest. Man könnte meinen, die Familie hätte sich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Wo ist deine Tochter? Ihr Chef lässt sie nicht aus dem Büro. Yasemin ist nämlich Architektin. Hier habe ich ein Foto. Das ist sie. Sie ist sehr hübsch. Ja, leider ohne Mann. Ich habe immer gehofft, Mesut und sie würden. Ach, nicht nur du. Ja? Die zwei waren früher mal ein Herz und eine Seele. Ja, im Sandkasten. Ja, aus dem Alter ist sie definitiv raus. Und einen Mann findet ihre Tochter ganz bestimmt. Danke. Sag mal, dieser Jörg, ist der... Dirk. Ach, Dirk. Ist er eigentlich in festen Händen? Nein. Aber ist er nicht ein bisschen zu alt für Yasemin? Leila, für einen Mann gibt es kein zu alt. Was war die Leanderinsel früher? Eine Zollstation. Von hier hat man den gesamten Bosporus im Blick. Der Legende nach haben die Gründer der Stadt erst ein Orakel befragt, um zu wissen, wo sie sich niederlassen sollen. Das Orakel empfahl ihnen dann den Ort gegenüber der Stadt der Blinden. Gab es denn eine Stadt der Blinden? Ja und nein. Also, die Stadtgründer kamen zuerst ans Goldene Horn. Sie waren sich aber nicht sicher, ob es die richtige Seite ist. Und am anderen Ufer gab es schon eine Siedlung. Also fuhren sie irgendwann mal rüber, um sich den Ort anzuschauen. Von dort aus betrachtet, fanden sie es aber auf ihrer Seite viel schöner. Und meinten, dass ihre Nachbarn wohl blind sein müssen, weil sie die Schönheit nicht erkennen. Oh, dann war das wohl lieber auf den ersten Blick, weil die macht ja bekanntlich blind. Ja. Bei mir war es genau umgekehrt. Bevor ich dich getroffen habe, war alles dunkel. Oh. Mese. Verzeihung, sie funktioniert nicht. Wie? Es tut mir leid. Vielleicht ist bei der Fehlbuchung irgendwas schiefgelaufen und dein Bankberater hat zu viel abgebucht. Nimm doch meine Karte. Ich kann Ihnen auch... Nein. Ich habe noch Bargeld. Deine Familie ist sehr nett, aber wie lange geht denn das noch? So wie ich deine Mutter verstanden habe, wird in der Türkei lang und ausgiebig gefeiert. Wieso verschwindet ihr beiden nicht einfach? Ja, und was soll ich meiner Mutter sagen? Um Leila kümmere ich mich. Deswegen habt ihr mich doch mitgenommen, oder? Das nenne ich ein Trauzeugen. Und was sagst du meiner Mutter, warum wir weg sind? Sag ihr... Die Schwerkraft vorne, die trinken. Gern. Haben wir konuştun? Haben wir das söyledin ama. Entschuldigung. Ich soll ihn ausrichten. Die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Simone sagte, sie wüssten, was gemeint ist. Naja, die beiden Turteltäubchen brauchen auch mal Zeit für sich. Zum Kindermachen wohl kaum. Naja, es macht doch Spaß ohne direkte Zielvorgabe. Die Idee, Dirk mitzunehmen. Ist nur keine Dauerlösung. Deine Mutter bräuchte dringend einen Mann. Ja, aber sie will nicht. Es ist nicht so, dass es keine Anwärter gäbe. Gian hat mich auch schon angesprochen. Dein Onkel? Wieso spricht er dich an und nicht deine Mutter? Ja, der kommt aus einer anderen Generation. Für ihn bin ich das Familienoberhaupt. Du bist doch noch grün hinter den Ohren.
Junge Männer wissen nicht, was sie tun. Und dafür tun sie es die ganze Nacht. Mesut, ich bin's. Was muss ich tun, damit du nicht aufmachst? Mesut, ich weiß, dass ihr da seid. Ich komme. Stell dir vor, wer gekommen ist. Ja, Semin. Sie wartet mit Onkel Cihan im Afrodit-Restaurant. Na, komm schon. Komm, schnell. Kaç sene oldu görüşmeyeli. Ben epeydir gelmedim vallahi. Sen de değişmemişsin. Sen de iyi görmüyorsun. Schwiegertochter sieht echt nett aus. Nett und alt, beides ist keine Basis für eine Ehe. Mesut wird das hoffentlich bald einsehen. Ich hab's dir gesagt, schick den Jungen zum Studieren nach Istanbul. Gehören die Kinder noch auf ihre Eltern? Dann wäre all das nicht passiert. Ja, deswegen bin ich heute auch mitgekommen, Baba. Wenigstens ist er attraktiver als die anderen. Wer? Der Dirk, mit dem ich Papa verkuppeln will. Findest du? Mhm. Sehr viel attraktiver. Ich meine, dieses Lächeln, total sexy. Und der Rest auch. Arrangierte Ehen sind ja echt von gestern, aber manchmal sollte man echt auf euch hören. Mach mal die Augen zu. Gib mal deine Hand. So. Und wir fliegen los. Jetzt wünscht ihr was. Ich bin wunschlos glücklich. Fast. Wie wäre es mit einem Kind? Ist das nicht ein bisschen riskant? Du hast mit meinem Vater geredet, stimmt's? Es ist nicht seine Entscheidung, sondern unsere. Mit der wir uns vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen sollen. Ja, die habe ich aber nicht. Niemand weiß, wie lange eine Spenderniere hält. Und wenn ich Pech habe, dann muss ich in ein paar Jahren schon wieder zur Dialyse. Ich möchte eine Familie, bevor es zu spät ist. Schatz, ich liebe dich und ich möchte gerne das ganze Programm, aber eins nach dem anderen. Wir sollten es nicht mehr knieprig. Mit dem Heiraten könntest du ja auch nicht schnell genug gehen. Ich habe doch einen guten Grund. Du kriegst meine Niere. Aha, also wenn ich gesund gewesen wäre, dann hättest du mich nicht geheiratet. Das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. Komm, jetzt drehen wir doch dieses Wort im Mund rum. Für manche Dinge braucht es keine Worte. Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Markus, was ist los? Ich bin pleite. Richtig pleite. Deshalb konnte ich auch nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Ich habe für einen Freund eine Bürgschaft übernommen. Wir wollten zusammen was aufziehen. Er hat mich hängen lassen. Wieso hast du denn nichts gesagt? Mein Vater hilft uns bestimmt. Ich will das Geld deines Vaters nicht. Dem müsste ich eh in alles ein. Ich wette, das ist er. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Ich melde mich. Hallo, Prinzessin. Wollte nur kurz hören, wie es euch geht. Passt gut auf euch auf. Bis morgen. Hast du deshalb neulich die Gütertrennung vorgeschlagen? Weil du pleite bist? Wenn ich nicht innerhalb der nächsten paar Wochen eine Einigung mit der Bank finde, dann bleibt mir nur die Privatinsolvenz. Sie setzen mich seit Monaten unter Druck. Aber eins verstehe ich nicht. Du bist fast bankrott. Und an unserem ersten Date führst du mich in ein sauteures Restaurant aus. Naja, mit einem Date beim Candlelight-Döner beim Türken um die Ecke hätte ich wohl kaum bei dir gepunktet. Ich war mir sicher, dass du auf diesem Nobel-Italiener stehst. Das ist das Lieblingsrestaurant meines Vaters. Ich brauche sowas nicht. Gut zu wissen. Denn in nächster Zeit wird es wohl kaum zu mehr als einem Döner reichen. Wir haben alles, was wir brauchen. Hm? Komm, wir gehen schwimmen.
Dr. Ralf Hartmann. Oh, es ist herrlich warm hier drin. Nachricht. Hallo Ralf, hier ist Markus. Judith weiß jetzt, dass ich pleite bin, aber noch nicht den Rest. Ruf mich bitte an, wir müssen dringend sprechen. Was machen wir jetzt? Also, das Nachtleben ist am Anfang gerade erst an. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das klingt auf wie Madonna. Wir sollten tanzen gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ach, kommen Sie. Sie tanzen doch so gern. Zu Madonna? Diese Frau hat keine Würde mehr. Sie sollte aufhören, in ihrem Alter davon zu jagen. Mit jüngeren Männern? Wie wär's mit einer Friedenspfeife? Ich wüsste nicht, dass wir Krieg führen. Haben Sie schon mal Nargile geraucht? Ich meine Shisha. Nein. Dann lassen Sie es sich doch von meiner Tochter zeigen. Ja, gerne. Du rauchst? Shisha ist was für Männer. Quatsch. Die Frauen aus Istanbul sind in manchen Dingen viel weniger konservativ als die aus Köln. Genau. Ich bin nicht konservativ. Dann probieren wir es zusammen aus. Man sollte immer offen sein für neue Erfahrungen. Dann macht ihr mal. Wir lassen die Jungen allein. Wir Alten stören. Also, wollen wir? Ja. Ihre Tante verpasst wirklich etwas. Ach, Leila. Ihre Generation verbietet sich einfach viel zu viel. Mein Vater und Sie glauben noch an arrangierte Ehen. Aber wir modernen Frauen entscheiden selbst, wen wir heiraten und wen nicht. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich muss ins Bett. Wir fliegen morgen nach Kappadokien. Also, entweder Sie behaupten das, um Ihre Abfuhr charmant zu verpacken, oder Sie sind vergeben. Mein Schatz. Okay, verstehe, dann hat mein Vater wohl was falsch verstanden. Aber es war trotzdem ein netter Abend. Also, tschüss, einen schönen Abend noch. Danke. Vermissen Sie nicht etwas? Nein. Wieso? Ihre Stola. Ja. Danke. Entschuldigung. Nichts passiert. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.
Na? Auch früh aufsteher? Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Weiß auch nicht warum. Also, ich weiß meistens, warum ich keine Ruhe finde. Wollen Sie darüber reden? Sie sind Hochzeitsplaner und leider kein Priester, dem Absolution erteilen kann. Meine Mutter hätte sich über einen Priester in der Familie gefreut. Aber da ist diese Sache mit dem Keuschheitsgelübde. Sie haben ja berufsbedingt schon einige Paare erlebt. Finden Sie, man muss nicht alles sagen? Die wichtigen Dinge schon. Wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst hat? Der Portier hat mir gesagt, dass ihr hier oben seid. Mein Vater geht nicht an sein Telefon. Ach, der schläft bestimmt noch. Papa geht immer ran, wenn ich anrufe. Oder zumindest ruft er sofort zurück. Können Sie vielleicht Andrea anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist? Natürlich. Danke. Ruf doch in der Klinik an. Frau Herzog weiß bestimmt, wo er steckt. Woher kennst du denn seine Sekretärin? Ich kenne sie nicht wirklich, aber dein Vater telefoniert ja ständig mit ihr. Sie macht doch all seine Termine. Du, ich pack mal schnell die Sachen zusammen. Mhm. Hallo, Frau Herzog, hier ist Judith. Haben Sie heute schon mit meinem Vater telefoniert? Sie haben es auch schon versucht. Sein Geburtstag. Ich nehme an, er möchte wie immer bei seinem Stammitaliener feiern. Ach, Frau Herzog, ich soll Sie ganz lieb von meinem Mann grüßen. Sie sind ja sowas wie unsere gute Fee. Sie haben doch damals den Tisch für uns reserviert. Auf Bitten meines Vaters. Danke. Hast du Stefan gesehen? Der ist auf dem Weg zu dir. Wollte wissen, was mit Ralf Hartmann ist. Hat er sich inzwischen gemeldet? Nein, hat er nicht. Entschuldigung, ich mache mir einfach nur Sorgen. Ach, tut mir leid, ich bin ein bisschen angespannt. Dann muss ich wohl zur Rezeption. Andrea, kann ich dich kurz was fragen? Hm? Unsere Situation. Also du als Stefans Ex-Frau, die mit ihm arbeitet, und ich als seine jetzige Freundin, die mit euch arbeitet. Das ist manchmal etwas merkwürdig, findest du nicht? Mach dir mal keinen Kopf. Schon okay. Es fühlt sich aber für mich nicht so an. Und ich glaube, dir und Stefan geht es ähnlich. Ich wollte ihn fragen, ob er sich vorstellen kann, sich einen anderen Job zu suchen. Warum erzählst du mir das? Weil er Nein sagen würde. Weil er fühlt sich dir immer noch verpflichtet. Meinst du? Ach, ist doch Quatsch. Ich werde mit ihm reden. Gut, dass Sie mich sofort informiert haben. Geben Sie dem Taxifahrer bitte ein großzügiges Trinkgeld. Er hat mich aufgelesen. Okay. Was ist passiert? Herr Hartmann ist gestürzt und ohnmächtig geworden. Und jemand hat sein Handy geklaut. Ist außer Ihrem Handy noch etwas gestohlen worden? Nein, ich hatte nur wenig Bargeld bei mir. Wie geht's meiner Tochter? Sie hat sich ganz schön Sorgen gemacht. Ich gebe ihr gleich Bescheid. Gut, ich bin in meinem Zimmer. Und ich habe ihm noch angeboten, ihn zu begleiten, aber er wollte nicht. Mit Sturköpfen kenne ich mich besser aus. Alles in Ordnung? Ja. Heidi will dich fragen, ob du dir vorstellen könntest, an einem anderen Ort zu arbeiten. Mit ihr. Und wieso weißt du davon? Sie glaubt, dass du wegen mir Nein sagen könntest. Das solltest du aber nicht. Das ist doch eine gute Idee. Findest du? Das Leben geht weiter, Stefan. Irgendwann müssen wir den nächsten Schritt gehen. Wir wollen doch beide nicht, dass wir wieder zusammen im Bett landen, oder? Ist nur angelehnt. Papa, geht's dir auch wirklich gut? Ja, doch, Prinzessin. So leicht bin ich nicht unterzukriegen. Allerdings wurde mein Handy geklaut. Dein Handy ist weg? Ja. Aber es soll ja auch Vorteile haben, mich ständig erreichbar zu sein. Deine Sekretärin kann ja zur Not bei Markus anrufen. Ich soll dir schöne Grüße von Frau Herzog sagen. Mir? Wieso habt ihr zwei mich angelogen? Was meinst du? Es war deine Idee mit dem Rendezvous beim Italiener, stimmt's? Quatsch, nein. Ich hab deinen Vater nur gefragt, was du gerne isst.
Und ich habe Markus den Italiener empfohlen. Das klang bei Frau Herzog aber gerade ganz anders. Ich habe Frau Herzog lediglich gebeten, einen Tisch zu reservieren. Du weißt, das Restaurant ist immer ausgebucht. Wieso macht ihr so ein Geheimnis darum? Wir... Prinzessin, ich kenne dich. Sobald du auch nur das Gefühl hast, ich würde mich in dein Leben einmischen, machst du sofort zu. Deshalb habe ich Markus geraten, dir lieber nichts davon zu sagen. So, darf ich mich jetzt anziehen? Viel Spaß in Kappadokien. Den werden wir bestimmt haben. Wir sehen uns dann auf dem Schiff. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja woanders zusammen einen Job. So schnell wird das nichts. Wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich an. Ich sollte mich daran gewöhnen, alleine zurechtzukommen. Sehen Sie den schneebedeckten Gipfel? Das ist der Berg Erges mit knapp 4000 Metern. Dem haben wir die Landschaft hier zu verdanken. Bei einem Vulkanausbruch vor Urzeiten hat er Unmengen von Asche ausgespuckt, deren Überreste heute so eindrucksvoll herumstehen. Sie sehen ein bisschen aus wie Pyramiden. Früher hat man wirklich geglaubt, dass es Bauwerke sind. Aber die Felsen sind tatsächlich durch Auswaschungen entstanden. Es handelt sich hierbei um Tuffstein. Das ist ein relativ weicher Stein, in den die Kappadokier früher ihre Wohnungen und Kirchen, ja sogar ganze Städte gebaut haben. Bei unserem Hotel handelt es sich um Höhlen mit höchstem Komfort. Alle Zimmer haben Heizungen. Außerdem befinden wir uns auf einer Hochebene, wo es nachts empfindlich kalt werden kann. Ich hoffe, du hast deine Stola dabei. Ich würde gerne als erstes den Friedhof und das Grab meines geliebten Mannes besuchen. Nicht nur die Landschaft ist einzigartig. Offensichtlich hat man hier auch das Geheimnis des ewigen Lebens entdeckt. Fast zumindest. Der dort ist stolze 651 Jahre alt geworden. Und seine Frau war 600 Jahre jünger. Das nenne ich mal einen Altersunterschied. Musste ich enttäuschen. Die lagen gerade mal ein paar Jahre auseinander, weniger als wir. Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, hat 1926 den osmanischen Kalender durch den gregorianischen ersetzt. Dadurch ergab sich ein Zeitsprung von 585 Jahren. Da sieht man mal, wie relativ Zeit ist. Ich vermisse ihn so sehr. Keiner wird ihn jemals ersetzen können. Wir lassen euch kurz allein. An deinem Grab wird später mal niemand stehen. Mama. Stimmt doch. Kein Sohn, keine Tochter, kein Enkel. Außer es passiert noch ein Wunder. Das ist so unwahrscheinlich wie ein erneuter Vulkanausbruch. Und auch so gewollt. Das sagt sich heute leicht dahin. Wer weiß, was du in 20 Jahren, in 30 Jahren darüber denken wirst. Es gibt nichts Schöneres, als dein Leben mit anderen zu teilen. Ja, genau das mache ich mit Simone. Vielleicht solltest du dir mal einen Mann suchen. Ich? Ja, du hast noch so viele gute Jahre vor dir. Da draußen sind einige Männer, die Interesse hätten. Ich aber nicht an ihnen. Glaubst du, dein Baba wäre im umgekehrten Fall für immer alleine geblieben? Miss Müller, die Polizei hat das Telefon Ihres Vaters gefunden. Würden Sie es ihm bitte geben? Gerne.
Unvorbereitliches, Markus. Judith weiß jetzt, dass ich pleite bin, aber nicht das andere. Ruf mich bitte an, wir müssen dringend sprechen. Sie sind meine Sekretärin, Frau Herzog, und nicht die meiner Tochter. In Zukunft erzählen Sie ihr gar nichts mehr. Verstanden? Moment. Komm rein, Prinzessin. Ich rufe später noch mal an. Im Moment geht's nicht. Du hast gewusst, dass Markus als Spender in Frage kommt. Wie kommst du denn auf Schluss Lübe? Jetzt mit den Lügen! Hier ist der Beweis! Was hast du ihm dafür geboten? Du übernimmst seine Schulden, stimmt's? Aber Markus will das Geld gar nicht mehr. Papa, du bist Arzt. Du hast einen Eid geschworen zum Wohle deiner Patienten. Du bist meine Patientin. Und meine Tochter. Ich werde nicht zulassen, dass du langsam immer schwächer wirst. Du kannst nicht noch 5 Jahre auf ein Spenderorgan warten. Organhandel ist strafbar. Markus darf für dich spenden. Oh Gott, du hast das von Anfang an geplant. Wie konnte ich nur so blöd sein? Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich will alles für dich tun. Aber ich will das nicht. Ich will keine gekaufte Niere und ich will erst recht keinen gekauften Mann. Aber Markus liebt dich wirklich. Wenn er das tun würde, hätte er bei diesen miesen Spielen niemals mitgemacht. Prinzessin. Die mal insgesamt ein bisschen enger zusammenrutschen. Dirk auch, genau. Nimm sie mal ruhig richtig in den Arm, das sieht schön aus. Super. Alle mal lächeln. Oh. Stefan, kannst du kurz aus dem Bett gehen, bitte? Danke. Der untere Teil dieser Felsen ist aus weichem Tuffstein. Und der obere, etwas dunklere Teil ist ein härteres Vulkangestein. Es erinnert so ein bisschen an eine Kamine mit Abzugshauben. Also, ich habe da etwas andere Assoziationen. Nicht so laut, das könnte meine Mutter hören. Glaubst du, der Klapperstorch hat dich gebracht? Als Kind hat meine Großmutter mir erzählt, ein Riese lebt unter der Erde und das wären die Schornsteine von seinem Ofen. Ja, da hat sie sich und dir wohl etwas vorgemacht. Scheint bei euch in der Familie zu liegen. Hör auf, mich so anzusehen. Oder ich sitze dich wieder. Wie sehe ich dich denn an? Ach, das weißt du doch ganz genau. Um das noch mal klarzustellen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die jemanden suchen, um mit ihm alt zu werden. Ich bin schon alt. Ein Quatsch. Du kannst doch weiter einreden, dass hier unten Riesen leben. Man ist nie zu alt, um sich zu verlieben. Falls du einen Mutterkomplex hast, lebe ihn bitte woanders auf. Wenn schon, ich stehe wenigstens dazu. Im Gegensatz zu dir. Du hast doch nur Angst, von deinem hohen moralischen Ross zu fallen und festzustellen, dass du deiner Schwiegertochter viel ähnlicher bist, als sie lieb ist. Wenn du dich zum Narren machen möchtest, bitte. Aber ohne mich. Für dich mache ich mich gerne zum Narren. Die Liebe lässt uns verrückte Sachen machen. Erinnerst du dich nicht daran? Nein. Naja, bei mir ist das auch schon eine Weile her. So richtig nicht mehr seit Simone, deiner Schwiegertochter. Und Simone, ihr wart mal ein Paar? Ja, Simone trennt Privates und Berufliches strikt. Wie bedauerlich. Ihr passt doch sehr gut zusammen. Vielleicht hättest du damals hartnäckiger sein sollen. Überraschung. Davon hatte ich heute schon genug. Ich habe den auf dem Basar gefunden. Ich dachte, wir schauen mal, ob er fliegt. Ich wünsche dir einen guten Flug. Und nimm deine Tasche direkt mit. Dein Studium musst du nicht mehr beenden. Werd doch lieber Schauspieler. Du hast echt Talent. Ich habe dir alles geglaubt.
Jude, lass mir das doch erklären. Ich wollte es dir längst sagen, ich habe immer nach einem passenden Moment gesucht. Den hast du verpasst. Judith. Ich liebe dich. Seit dem Moment, als ich dich in der Klinik gesehen habe. Ehrlich. Ich sag's ja. Schauspieler. Judith, bitte. Judith? Dirk und ich kaufen da drüben noch ein paar Früchte. Wir können uns heute eine Vorstellung von Derwischen ansehen. Ihre Frau hat sie nicht gefragt. Dirk wäre auch dabei. Danke, Steffi. Und, ja, möchtest du mit Simone nicht vielleicht mal was für euch machen? Jetzt auf einmal? Ich meine ja nur, findest du es nicht auch komisch, dass Dirk mit nach Kappadokien gekommen ist? Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Ja, Simone, es ist mehr als eine kollegiale Freundschaft. Gibst du nie auf, allmählich wird's anstrengend. Frag Dirk, er hat's mir selbst gesagt. Dirk, dir? Ja. Und du erzählst es Brühwarm weiter, warum nur? Ich dachte, du solltest es wissen, aber wenn es dir egal ist. Dirk ist also in dich verliebt? Dirk war mal verliebt in mich, das ist ein großer Unterschied, du eifersüchtiger kleiner Pascha. Und warum hast du mir das nie gesagt? Na, weil ich dir noch einiges andere aus meinem Leben nicht erzählt habe. Dirks vergangene Gefühle sind doch nicht wichtig für uns. Die ständigen Versuche deiner Mutter, unsere Ehe zu torpedieren, hingegen schon. Ja, die kann echt biestig sein. Und jetzt? Rede ich ein ernstes Wort mit Dirk? Leila hat mich absichtlich falsch verstanden. Ich habe nur in der Vergangenheitsform gesprochen. Es ist doch vergangen. Ja, natürlich. Ich bin schon lange über dich hinweg. Oder hast du irgendwelche Verdachtsmomente? Naja. Du hast dich kurz vor der Hochzeit von deiner Freundin getrennt und du erzählst Leila, dass du in mich verliebt warst. Das ist schon ein bisschen irritierend. Ich liebe dich immer noch. Als Kanzleipartnerin. Aber begehren tue ich eine andere. Und zwar sehr. Wieso weiß ich davon nichts? Ich bin nicht so selbstlos, wie du denkst. Oder glaubst du wirklich, ich bin nur mitgekommen, um zu verhindern, dass du deiner Schwiegermutter an die Gurgel gehst? Leila. Mhm. Also doch. Die ist doch viel zu alt für dich. Sag dir die Richtige. Du stehst doch auf junge Dinger. Vielleicht war das immer mein Fehler. Du meinst das wirklich ernst? Ja. Das hat mich richtig erwischt. Aber sie will mich nicht. Aufgeben kommt gar nicht in Frage. Nimm dir gefälligst ein Beispiel an Mesut. Der war sowas von hartnäckig. Ältere Frauen sind nun mal nicht so leicht zu haben. Markus, wo ist Judith? Auf ihrem Zimmer. Sie hat mich gerade rausgeschmissen. Nein, sie ist nicht mehr da. Wahrscheinlich macht sie die Tür nicht auf, weil sie dich genauso wenig sehen möchte wie mich. Das Zimmermädchen hat die Tür geöffnet. Judith ist weg. Dann hat das wohl nicht mal ausgehalten. Wie hat sie das überhaupt alles rausgefunden? Die Polizei hat mein Handy gefunden. Eine Hotelangestellte hat es Judith gegeben. Sie hat die Mailbox mit deiner Nachricht abgehört und... Tja, irgendwann kommt alles raus. Müller? Meine Frau hat Ihnen eine Mail geschickt. Ja, das ist ein Missverständnis. Es bleibt alles wie geplant. Ich kümmere mich darum. Was ist? Judith hat die Transplantation abgesagt. Was? Entschuldigung, wo finde ich Frau Guinness? Ladies, here. Danke. Mhm.
Warum hast du Mesut gesagt, dass ich in Simone verliebt war? Das ist doch kein Geheimnis, oder? Das hast du ihm nur gesagt, damit er mich wegjagt. Blödsinn. Du wirst mich los und deine Gefühle für mich. Wie kann ich etwas loswerden, das ich gar nicht habe? Ich bilde mir das also alles nur ein? Mein Herz schlägt jedes Mal höher, wenn du vor mir stehst. Seit wir auf dem Schiff getanzt haben, verliere ich den Boden unter den Füßen. Leila, ich habe mich in dich verliebt. Und bitte sag jetzt, dass ich mich gerade unsterblich blamiere. Oder? Küss mich. Derwische sind eine Art islamische Mönche, die spirituelle Erleuchtung und die Nähe zu Allah suchen. Der Begriff leitet sich aus dem persischen Wort Fortür ab. Durch das Tanzen geraten sie in Trance und überschreiten die Schwelle in einen anderen Zustand. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Wir können eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber Judith ist erwachsen. Deshalb werden sie erst aktiv, wenn sie länger als 24 Stunden weg ist. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Markus manipuliert. Wissen Sie, wo er steckt? Er ist in der Stadt, um Judith zu suchen. Wie viele Einwohner hat Istanbul? 17 Millionen. Markus hat das Nichtstun nicht mehr ausgehalten. Warum habe ich nicht auf ihn gehört? Aber hätte Judy das eher gewusst, hätte sie sich niemals auf ihn eingelassen. Dazu ist sie zu anständig. Sind Sie von Ihrer Mutter? Sie Kinder. Ein Kind ist das Schönste, was Ihnen passieren kann. Aber zugleich auch das Schrecklichste. Ich bin Arzt, da muss ich oft hart sein, aber ein Kind macht Sie weich und verletzlich. Menschen ohne Kinder können nicht verstehen, dass man bereit ist, alles zu tun, um sein Kind zu retten. Judith wäre daran kaputt gegangen, noch jahrelang auf eine Niere warten zu müssen. Das konnte ich nicht zulassen. Das ist doch meine Tochter. Hallo? Störe ich? Nein, ich bin schon länger wach. Wir starten gleich zur Ballonfahrt. Ist Judith wieder aufgetaucht? Nein, Herr Hartmann ist am Durchdrehen. Sie hat doch heute ihren nächsten Dialysetermin. Wollen wir hoffen, dass sie zur Vernunft kommt und dort aufkreuzt. Ruf mich sofort an, wenn. Mach ich. Du, Stefan, Das ist jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, aber mir ist was klar geworden. Du und Heidi, ihr braucht euch keinen neuen Job suchen. Ich werde das Schiff verlassen. Du willst die MS Deutschland verlassen? Ja, wieso denn? Es muss im Leben einfach mehr geben als den Job. Du hast jemanden kennengelernt? Nein. Aber die Chancen dafür sind natürlich bedeutend größer, wenn ich nicht die ganze Zeit unterwegs bin. Ich wollte es dir einfach nur gleich sagen. Also,
Wir hören uns. Andrea, warte. Morgen. Guten Morgen. Können Sie einfach vergessen, dass Sie mich hier gesehen haben? Sie wissen schon, warum Andrea das Schiff verlässt. Ihr habt gestern Abend echt was verpasst. Das glaube ich nicht. Alte Scheunen brennen. Du musst es ja wissen. Meinen Segen habt ihr. Warum bist du abgehauen? Seniler Bettflucht. Wir vergessen die letzte Nacht einfach. Vergessen? Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Vielleicht ein Derwisch. Ich musste gestern bei den Derwischen an dich denken. Wieso? Ja, du bist immer so glücklich, wenn du tanzt. Das ist eine Schande, dass eine so tolle Frau wie du allein ist. Naja, das kann sich ja vielleicht doch noch mal ändern. Sag niemals nie. Hast du noch mal drüber geschlafen? Sozusagen. Das finde ich gut. Was hältst du von der Idee, Onkel Gian auf dem Rückweg noch mal einen Besuch abzustatten? Wieso? Naja, er ist auch verwitwet. Und fast 70. Ach, ich finde, er geht gut und gern für 60 durch. Junge Männer kommen für dich ja nicht in Frage. Kommen sie nicht? Ganz und gar nicht. Am besten streichst du sofort wieder, was ich dir gesagt habe. Eltern sollen nicht mit ihren Kindern über sowas reden. Ja, wir müssen los. Vielleicht ohne mich. Ich habe Höhenangst. Seit wann das denn? Seit heute. Im Alter wird man sprunghaft. Nach der Landung reise ich ab. Du und Leila? Nein. Sie hat gesagt, sie will die letzte Nacht vergessen. Und du? Ich könnte. Ich kann sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Du vielleicht nicht. Dass er das Schiff verlässt. Oh, das ist doch toll von ihr. Und für uns ist doch super, oder? Das findest du offensichtlich nicht. Ich dachte, dass zwischen Andrea und mir alles geklärt sei. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sie nicht mehr Teil meines Lebens ist, besser, du erkennst es jetzt als später. Es hätte mir wehgetan. Uns allen. Du bist so eine tolle Frau, Heidi. Tja, dein Flugziel ist dann wohl ein anderes. Ich komme auch mit denen alleine klar. Wie, ich komme mit denen alleine klar? Das geht nicht. Das ist meine Gruppe. Ich bin dafür verantwortlich. Wobei, ich werde mit Ihnen reden.
Und? Was meinst du, wie lange hält sie es ohne Dialyse aus? Ein paar Tage, aber sie wird zunehmend schwächer, weil sich immer mehr Giftstoffe in ihrem Körper sammeln. Wir müssen sie suchen. Was habe ich wohl die ganze Nacht gemacht? Sie kann überall sein. Sie muss doch irgendwo übernachtet haben. Dafür braucht sie ihre Kreditkarte. Vielleicht kannst du das nicht bei ihrer Bank checken? Ja, versuchen kann ich's. Sie kennt sich überhaupt nicht aus in Istanbul. Ich meine, vielleicht hat sie nach irgendeinem Platz gesucht, an dem wir gemeinsam waren. Oder vielleicht ist sie auch schon auf dem Rückflug. Das macht ihr das aus. Danke, Ralf. Warum bin ich da nicht alleine drauf gekommen? Was? Ich glaube, ich weiß jetzt, wo sie ist. Ralf, bitte. Es geht nur uns beide was an. Du packst? Du und Mesut seid doch sowieso lieber allein. Du überraschst mich, Leila. Ich finde dich besitzergreifend und manipulativ, aber ich hätte nie gedacht, dass du auch feige bist. Ich bin nicht feige. Warum gibst du Dirk dann keine Chance? Unterliegen Anwälte nicht einer Schweigepflicht? Ist innerhalb der Familie aufgehoben. Dirk ist ein toller Mann. Fang mir jetzt nicht an mit, wahre Liebe kennt kein Alter. Das gilt vielleicht für dich, aber ich bin nicht wie du. Ich weiß genau, was du denkst und fühlst. Ich habe das auch alles durchgemacht. Ich weiß noch, wie Mesut mich am Anfang immer so angesehen hat. Und ich dachte, der kann doch nicht wirklich mich meinen. Und gleichzeitig habe ich so gehofft, dass er mich meint. Doch als ich dann wusste, ich bin wirklich gemeint, da wollte ich am liebsten weglaufen. Besser du wärst es. Dann hättest du Dirk nie kennengelernt. Ich hatte dafür ebenso viel Angst wie du. Und wie hast du sie überwunden? Hab ich nicht. Aber die Angst, was Großartiges zu verpassen, war größer. Du musst nur den ersten Schritt tun. Alles andere passiert von allein. Ach, ich bin zu alt. Ich ändere mich nicht mehr. Vielleicht bin ich auch feige. Was weiß ich? Mir bist du keine Erklärung schuldig. Sie ist auf dem Weg. Das mit uns kann nichts werden. Das haben wir bei Mesut und Simone auch gedacht. Aber die scheint es nicht zu stören. Gib uns eine Chance. Nein. Bitte. Was riskierst du schon? Meinen Stolz, meine Würde. Meine Vorurteile, mein Herz. Dann wird es klappen. Stell dir mal vor, deine Mutter und Dirk sind verliebt. Was? Meine Mutter und Dirk? Wo die Liebe hinfällt. Aber wie? Wann? Das hat man auf dem Schiff schon gefunkt. Aber deine Mutter hat Probleme mit dem Altersunterschied. Du wusstest also schon länger davon? Und warum sagst du mir nichts? Hab ich dir doch gerade gesagt. Dieser Typ soll die Finger von meiner Mutter lassen. Dieser Typ ist mein Freund und Kollege, unser Trauzeuge. Und für dich gehört er schon zur Familie. Jetzt wird er ein richtiges Familienmitglied. Nicht, solange ich das Familienoberhaupt bin. Leila ist meine Mutter und ich bin für sie verantwortlich. Dirk und sie, das geht gar nicht. Ich glaube, du hast zu viel Sonne abbekommen. Geht's wieder? Simone, wo steckst du? Wir müssen reden. Ich war ein Idiot. Es tut mir leid. Herr Günesch, darf ich Sie bitten, mitzukommen? Mitkommen? Wohin? Sie haben einen Termin bei Gericht. Bitte setzen Sie sich. Sie haben mit Herrn Stauber einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen. Ich? Angeklagte, Sie sprechen erst, wenn Sie gefragt werden. Die Anklage hat das Wort. Hohes Gericht,
Dem Angeklagten Mesut Güneş wird schweres Schobitum in Tateinheit mit Paschalöhren vorgeworfen. Einspruch, Frau Vorsitzende. Paschalöhren sind kein juristischer Tatbestand. So ein Verhalten ist vielleicht peinlich oder ärgerlich für seine Frau, aber die wusste ja, worauf sie sich einlässt. Einspruch stattgegeben. Moment, Moment, bleibt immer noch Schobitum. Hm. Intelligent genug, um zu erkennen, wie borniert und dumm sein Verhalten war, dürfte er wohl sein. Ich gebe strafmildernd das jugendliche Alter meines Mandanten zu bedenken. Volljährig ist er aber schon, oder? Jugendstrafrecht kann definitiv nicht mehr angewandt werden. Dürfte ich mal was sagen? Der Angeklagte hat das Wort. Ich bekenne mich schuldig und gelobe Besserung und plädiere auf eine Bewährungsstrafe mit der Auflage, mich täglich bei der Staatsanwältin zu melden. Und wieso sollte das Gericht so milde mit Ihnen verfahren? Ich hatte echt keine leichte Jugend. Ich war der einzige Junge, meine Eltern haben viel gearbeitet und mich aus schlechtem Gewissen zu sehr verhätschelt. Dazu kommt mein Migrationshintergrund, etwas zu viel Testosteron. Da kann man schon mal kurzfristig auf die schiefe Bahn geraten. Ich denke, der Angeklagte ist auf einem guten Weg. Die Sitzung ist geschlossen. Gratuliere. Ich sage aber nicht Papa zu dir. Wie wäre es mit Alter? Hau ab! Ich weiß, dass ich dich unglaublich verletzt habe und es war dumm, dir nicht sofort die Wahrheit zu sagen. Du hast recht, es ist viel zu schnell gegangen mit uns. Markus, ich will die Scheidung. Schatz, ich verstehe dich. Wenn das dein Wunsch ist, dann lassen wir uns scheiden. Ich bitte dich nur um eine Sache. Lass uns damit bitte bis nach der Transplantation warten. Du bist mir zu nichts verpflichtet. Ich will dir aber trotzdem meine Niere spenden. Und zwar nicht, weil ich jetzt ein besserer Mensch geworden bin oder ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich dich liebe. Mehr als alles andere auf der Welt. Und weil ich will, dass du ohne Dialyse lebst. Dass du eine Zukunft hast. Selbst ohne mich. Ich kann das nicht annehmen. Judith, du musst. Du sagst, du liebst mich, aber woher weiß ich, dass du jetzt ehrlich bist? Du kannst es nicht wissen. Du kannst es fühlen. Was machst du denn hier? Ich wollte dir nur sagen, dass ich dein Angebot nicht annehmen kann. Ich will nicht ohne dich auf dem Schiff bleiben. Ich will nirgendwo sein, wo du nicht bist. Und Heidi? Die hat das schon lange vor uns gewusst. Was heißt das jetzt? Wir an Bord bleiben? Das ist ein tolles Paar. Macht Lust zu heiraten. Irgendwie. Oder? Das finde ich auch. Thank you.
sie von ihrer Mutter? Haben sie Kinder? Ein Kind ist das Schönste, was ihnen passieren kann. Aber zugleich auch das Schrecklichste. Ich bin Arzt, da muss ich oft hart sein, aber ein Kind macht sie weich und verletzlich. Menschen ohne Kinder, dann könnte ich verstehen, dass man bereit ist, alles zu tun, um sein Kind zu retten. Judith wäre daran kaputt gegangen, noch jahrelang auf eine Niere warten zu müssen. Das konnte ich nicht zulassen. Das ist doch meine Tochter. Hallo? Störe ich? Nein, nein, ich bin schon länger wach. Wir starten gleich zur Ballonfahrt. Ist Judith wieder aufgetaucht? Nein, Herr Hartmann ist am Durchdrehen. Sie hat doch heute ihren nächsten Dialysetermin. Wollen wir hoffen, dass sie zur Vernunft kommt und dort aufkreuzt. Ruf mich sofort an, wenn. Mach ich. Du, Stefan, Das ist jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, aber mir ist was klar geworden. Du und Heidi, ihr braucht euch keinen neuen Job suchen. Ich werde das Schiff verlassen. Du willst die MS Deutschland verlassen? Ja, wieso denn? Es muss im Leben einfach mehr geben als den Job. Du hast jemanden kennengelernt? Nein. Aber die Chancen dafür sind natürlich bedeutend größer, wenn ich nicht die ganze Zeit unterwegs bin. Ich wollte es dir einfach nur gleich sagen. Also, wir hören uns. Andrea, warte. Morgen. Guten Morgen. Können Sie einfach vergessen, dass Sie mich hier gesehen haben? Sie wissen schon, warum Andrea das Schiff verlässt. Heidi, jetzt beeil dich bitte. Unsere Hochzeitspaare kommen gleich. Einen Moment bitte noch. Ja. Soll doch ein schönes Foto werden, oder? Das Foto ist der Aufhänger der Werbebroschüre. Es soll Verliebte anregen, hier an Bord zu heiraten. Nicht wahr, Schatz? Ja. Rückt man ein bisschen enger zusammen. Ja, sehr schön. Bitte lächeln. Kannst du mal einen Arm um sie legen, bitte? Perfekt. Danke. Willst du auch noch Einzelporträts machen, oder? Die Kunden nehmen euch als Paar wahr, auch wenn ihr in Wirklichkeit gar keins mehr seid. So, Kapitän Burger, bitte. Und Beatrice, ja. Bitte mit dem Anker. Ja. Stefan. Hast du eigentlich Heidi von unserer gemeinsamen Nacht erzählt? Natürlich nicht. Den Anker bitte in die Hand, genau. Wir waren uns doch einig. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, super. Wunderbar. Sehr schön. Ach, denken Sie bitte noch an das Vorwort für die Broschüre? Ist das nicht Sache der Hochzeitsplaner? Das ist Chefsache. Na bitte, Beatrice, dann fang doch am besten gleich an. Netter Versuch, aber das musst du selbst machen. Schieb's nicht auf die lange Bank. Also erstmal ist die Hochzeitsrede dran, ja? Erstmal sagen alle. Erstmal heißt es bitte lächeln. Ja, genau, sehr schön. Jetzt gibt's schon zu. Hier zu heiraten ist ein Traum. Für dessen Erfüllung wird dir ziemlich viel Zeit gelassen. Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Ich denke, Sie warten auf Ihre Hochzeitsplaner. Nein, Simone hat mich leider nicht erhört. Oh. Herr Staube ist der Trauzeuge von Frau Burkhardt. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ja. Wo ist denn Ihr Mann? Oh, der steckt in schwierigen Verhandlungen. Das Brautkleid. Was ist damit? Was ist mit dem Kleid? Nichts, Mama. Nur Simone hat schon eins. Weißt du, wie verletzend das ist?
Dein Vater und ich haben über Jahre das größte Brautmodengeschäft in Köln aufgebaut. Aber sie muss ihr Kleid woanders kaufen. Simone war doch bei dir im Laden und hat nichts gefunden. Sie will nun mal nicht in Weiß heiraten. Sie sollte eigentlich schon seit 20 Jahren unter der Haube sein. Dir geht's doch gar nicht um das Kleid, gib's zu. Was kann ich denn dafür, dass ihr so eine Frau heiratet, die ein paar Jährchen älter ist als er? Hey! Als mein Trauzeuge könntest du mich ruhig ein bisschen unterstützen. Ich sag ja auch nichts dazu, dass deine Freundinnen immer jünger werden. Ist doch immer noch so. Bei den Männern wird das akzeptiert. Ich fürchte, für eine Türkin der Generation ihrer Schwiegermutter ist deine ältere Schwiegertochter etwas gewöhnungsbedürftig. Also ehrlich, Leyla lebt seit Jahrzehnten in Köln und da ist ja nun wirklich alles erlaubt. Ich heirate ihren Sohn ja nicht, weil ich was Junges, Knackiges gesucht habe. Aber es schadet doch nicht. Ich spreche aus Erfahrung, wie du mir ja so gerne vorhältst. Ich liebe Mesut. Ende der Diskussion. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Wir lieben uns und wollen zusammen alt werden. Simone hat ein paar Jahre. Die Hochzeitsrede dran, ja? Erstmal sagen alle. Erstmal heißt es bitte lächeln. Ja, genau, sehr schön. Jetzt gibt's schon zu. Hier zu heiraten ist ein Traum. Für dessen Erfüllung wird dir ziemlich viel Zeit gelassen. Was? Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Ich denke, Sie warten auf Ihre Hochzeitsplaner. Nein, Simone hat mich leider nicht erhört. Herr Staube ist der Trauzeuge von Frau Burkhardt. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ja. Wo ist denn Ihr Mann? Oh, der steckt in schwierigen Verhandlungen. Das Brautkleid. Was ist damit? Was ist mit dem Kleid? Nichts, Mama. Nur Simone hat schon eins. Weißt du, wie verletzend das ist? Dein Vater und ich haben über Jahre das größte Brautmodengeschäft in Köln aufgebaut, aber sie muss ihr Kleid woanders kaufen. Simone war doch bei dir im Laden und hat nichts gefunden. Sie will nun mal nicht in Weiß heiraten. Sie sollte eigentlich schon seit 20 Jahren unter der Haube sein. Dir geht's doch gar nicht um das Kleid, gib's zu. Was kann ich denn dafür, dass ihr so eine Frau heiratet, die ein paar Jährchen älter ist als er? Hey, als mein Trauzeuge könntest du mich ruhig ein bisschen unterstützen. Ich sag ja auch nichts dazu, dass deine Freundinnen immer jünger werden. Ist doch immer noch so. Bei den Männern wird das akzeptiert. Ich fürchte, für eine Türkin der Generation ihrer Schwiegermutter ist deine ältere Schwiegertochter etwas gewöhnungsbedürftig. Also ehrlich, Leyla lebt seit Jahrzehnten in Köln und da ist ja nun wirklich alles erlaubt. Ich heirate ihren Sohn ja nicht, weil ich was Junges, Knackiges gesucht habe. Aber es schadet doch nicht. Ich spreche aus Erfahrung, wie du mir ja so gerne vorhältst. Ich liebe Mesut. Ende der Diskussion. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Wir lieben uns und wollen zusammen alt werden. Simone hat ein paar Jahre Vorsprung. Ich würde mich freuen, wenn meine einzige Schwiegertochter mein Geschenk annehmen würde. Ich zeige Ihnen jetzt die Adlon Lounge. Da können Sie einfach mal zwischendurch einen Kaffee trinken oder auch ein Buch lesen. Es gibt dort eine große Bibliothek. Ah, Dr. Sander, darf ich Ihnen unser Brautpaar vorstellen? Das sind Judith und Markus Müller, Dr. Sander, unser Schiffsarzt. Hallo. Freut mich. Hallo. Hallo. Ralf Hartmann, ich bin Judiths Vater. Wir haben miteinander telefoniert. Ah, okay. Freut mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Andrea, Dr. Hartmann ist einer der führenden Orthopäden in Deutschland. Sollten Sie also jemals Probleme mit Ihren Knien haben, dann... Ach, die werden nur ab und zu mal ein bisschen weich, besonders bei den Hochzeiten. Wir sehen uns dann unten. Und Sie machen die Dialyse? Ja, wir passen die Behandlungszeiten immer dem jeweiligen Reiseprogramm an. Wie lange sind Sie schon auf eine Therapie angewiesen? Seit knapp 3 Jahren. Aber dank der Dialyse kann ich ein relativ normales Leben führen. Normal. Stehen Sie auf der Warteliste für eine Spenderniere? Nicht mehr. Warum nicht? Es hat sich herausgestellt, dass ich als Spender in Frage komme. Naja, und direkt nach den Flitterwochen geht's ins Krankenhaus. Es ist wie 6 Richtige im Lotto. 2x6 Richtige. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh ja. Wie? Es tut mir leid. Vielleicht ist bei der Fehlbuchung irgendwas schiefgelaufen und dein Bankberater hat zu viel abgebucht. Nimm doch meine Karte. Ich kann Ihnen auch... Nein. Ich habe ja noch Bargeld. Deine Familie ist sehr nett, aber wie lange geht denn das noch? So wie ich deine Mutter verstanden habe, wird in der Türkei lang und ausgiebig gefeiert. Wieso verschwindet ihr beiden nicht einfach? Ja, und was soll ich meiner Mutter sagen? Um Leila kümmere ich mich. Deswegen habt ihr mich doch mitgenommen, oder? Das nenne ich ein Trauzeugen.
Und was sagst du meiner Mutter, warum wir weg sind? Sag ihr, die Schwerkraft fordert ihr Trick. Gerne. Haben wir Grundstück? Grundstück? Ey, sag mal, das hört ihr denn auch noch? Entschuldigung. Ich soll ihn ausrichten. Die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Simone sagte, sie wüssten, was gemeint ist. Naja, die beiden Turteltäubchen brauchen auch mal Zeit für sich. Zum Kindermachen wohl kaum. Naja, es macht doch Spaß ohne direkte Zielvorgabe. Dirk mitzunehmen. Mhm. Ist nur keine Dauerlösung. Deine Mutter bräuchte dringend einen Mann. Ja, aber sie will nicht. Oh. Es ist nicht so, dass es keine Anwärter gäbe. Gian hat mich auch schon angesprochen. Dein Onkel? Wieso spricht er dich an und nicht deine Mutter? Ja, der kommt aus einer anderen Generation. Für ihn bin ich das Familienoberhaupt. Du bist doch noch grün hinter den Ohren. Mhm. Junge Männer wissen nicht, was sie tun. Oder dafür tun sie es die ganze Nacht. Mesut, ich bin's. Was muss ich tun, damit du nicht aufmachst? Mesut, ich weiß, dass ihr da seid. Ich komme. Stell dir vor, wer gekommen ist. Ja, Simon. Sie wartet mit Onkel Gihan im Afrodit-Restaurant. Na komm. Sind Sie mit Ihrer Reiseplanung? Bis gleich. Wahnsinn. Unfassbar schön. Istanbul. Ein Traum. Ich sehe dich dann übernächste Woche in der Kanzlei. Nein. So schnell wirst du mich nicht los. Ihr Trauzeuge hat sich auf ihr Bitten hin doch noch dazu entschlossen, sie in die Türkei zu begleiten. Ja. Aber gestern wolltest du doch noch... What a difference a day makes. Ich muss doch verhindern, dass du deiner Schwiegermutter an die Gurgel gehst. Türkische Gefängnisse haben keinen besonders guten Ruf. Danke. Dirk kommt mit in die Türkei. Wolltest du nicht gestern noch am liebsten alleine flattern? Ja, aber deine Mutter kommt so oder so mit, um das Grab deines Vaters mit uns zu besuchen. Und ich brauche ihn als artneutrale Zone zwischen ihr und mir. Das türkische Sprichwort lautet, die Erde und die Steine Istanbuls sind aus Gold. Und da natürlich viele zum Gold wollen, erstreckt sich die Stadt mittlerweile über 100 Kilometer Länge und 40 Kilometer Breite. Vor 50 Jahren lebten hier gerade mal 2 Millionen Menschen. Inzwischen sind es über 17 Millionen. Kein Wunder also, dass die Stadt aus allen Nähten platzt und täglich tausende Istanbuler stundenlang im Stau stehen. Es sei denn, man fährt mit dem Boot über den Bosporus. Ja, der trennt den asiatischen und den europäischen Teil der Metropole. Somit ist Istanbul die einzige Stadt der Welt, die auf 2 Kontinenten liegt. Und das da ist der Ciran-Palast, der ehemalige Wohnsitz der Mogule. Und auch unser Hotel. Wir müssen uns noch entscheiden, bei wem Heidi mitfährt. Schließlich reist sie nicht als meine Freundin mit, sondern als unsere Fotografin. Trotzdem ist sie beides. Ja. Wir hätten auch ein Taxi zur Dialysepraxis nehmen können. Damit wären wir hier in Istanbul auch nicht schneller. Und da du deinen Markus schwimmen geschickt hast, kann ich noch etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen. Bald seid ihr mich ja eh los. Ah, keine zu voreiligen Versprechen. Das letzte Mal bin ich mit deiner Mutter in so einer Kutsche gefahren.
Und? Was meinst du, wie lange hält sie es ohne Dialyse aus? Ein paar Tage, aber sie wird zunehmend schwächer, weil sich immer mehr Giftstoffe in ihrem Körper sammeln. Wir müssen sie suchen. Was hab ich wohl die ganze Nacht gemacht? Sie kann überall sein. Sie muss doch irgendwo übernachtet haben. Dafür braucht sie ihre Kreditkarte. Vielleicht kannst du das nicht bei ihrer Bank checken? Ja, versuchen kann ich's. Sie kennt sich überhaupt nicht aus in Istanbul. Ich meine, vielleicht hat sie nach irgendeinem Platz gesucht, an dem wir gemeinsam waren. Oder vielleicht ist sie auch schon auf dem Rückflug. Das mache ich mir aus. Danke, Ralf. Warum bin ich da nicht alleine drauf gekommen? Was? Ich glaube, ich weiß jetzt, wo sie ist. Ralf, bitte. Es geht nur uns beide was an. Du packst? Du und Mesut seid doch sowieso lieber allein. Du überraschst mich, Leila. Ich finde dich besitzergreifend und manipulativ, aber ich hätte nie gedacht, dass du auch feige bist. Ich bin nicht feige. Warum gibst du Dirk dann keine Chance? Unterliegen Anwälte nicht einer Schweigepflicht? Ist innerhalb der Familie aufgehoben. Dirk ist ein toller Mann. Fang mir jetzt nicht an mit, wahre Liebe kennt kein Alter. Das gilt vielleicht für dich, aber ich bin nicht wie du. Ich weiß genau, was du denkst und fühlst. Ich habe das auch alles durchgemacht. Ich weiß noch, wie Mesut mich am Anfang immer so angesehen hat. Und ich dachte, der kann doch nicht wirklich mich meinen. Und gleichzeitig habe ich so gehofft, dass er mich meint. Doch als ich dann wusste, ich bin wirklich gemeint, da wollte ich am liebsten weglaufen. Besser du wärst es. Dann hättest du Dirk nie kennengelernt. Ich hatte dafür ebenso viel Angst wie du. Und wie hast du sie überwunden? Hab ich nicht. Aber die Angst, was Großartiges zu verpassen, war größer. Du musst nur den ersten Schritt tun. Alles andere passiert von allein. Ach, ich bin zu alt. Ich ändere mich nicht mehr. Vielleicht bin ich auch feige. Was weiß ich? Mir bist du keine Erklärung schuldig. Sie ist auf dem Weg. Das mit uns kann nicht zu weit gehen. Ja. Haben Sie vorher auch gesagt? Also erstmal müssen Sie zwei ja wissen, ob sie überhaupt zueinander passen. Ich denke schon. Nein, ich meine als Spender und Empfänger, wie rum auch immer. Da ist sie ja. Und, wie war's? Es war gut. Ich habe dem Arzt gesagt, er soll die Filtrationsrate erhöhen. Das ist die Geschwindigkeit, mit der mein Blut das Wasser und die Schadstoffe entzogen wird. Kann man die denn einfach so erhöhen? Ich wollte euch nicht so lange warten lassen. Judith! Vorsichtig, halt mich. Das war doch ein bisschen schnell. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, danke, es geht schon. Ich muss nur was essen und was trinken. Ja, du bleibst sitzen. Okay. Wir machen das. Okay. Wollen Sie schon mal ein Stück Zucker? Oh ja. Dürfte ich den haben, bitte? Meiner Frau geht's nicht gut. Danke. Ah, bitte, wunderbar. Dankeschön. Meine Cousine kommt gleich. Ihr Sohn hat eine deutsche Frau geheiratet. Und checkst du das schon ab? Wie weit ist es denn noch bis zum Taxienplatz? Nur noch ein paar Blocks. Können wir nicht die Bahn da nehmen? Nein, du wirst keinen Platz finden. Zu Fuß sind wir schneller. Da sind da kommen sie. Die warten ja alle auf uns. Was ist jetzt los? Ein alter Hochzeitsbrauch, vermutlich. Das ist mein Onkel Cihan. Das ist meine Frau, Simon. Freut mich sehr, freut mich sehr. Wer ist das denn alles? Das ist deine neue Familie. Onkel Cihan ist ein Cousin meines Vaters und der Rest, das sind Cousins und Cousinen zweiten oder dritten Grades. Glaublich zumindest.
Man könnte meinen, die Familie hätte sich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Wo ist deine Tochter? Ihr Chef lässt sie nicht aus dem Büro. Yasemin ist nämlich Architektin. Hier habe ich ein Foto. Das ist sie. Sie ist sehr hübsch. Ja, leider ohne Mann. Ich habe immer gehofft, Mesut und sie würden... Ach, nicht nur du. Ja? Die zwei waren früher mal ein Herz und eine Seele. Ja, im Sandkasten. Ja, aus dem Alter ist sie definitiv raus. Und einen Mann findet ihre Tochter ganz bestimmt. Danke. Sag mal, dieser Jörg, ist der... Dirk. Ach, Dirk. Ist er eigentlich in festen Händen? Nein. Aber ist er nicht ein bisschen zu alt für Yasemin? Leila. Ja, leider gibt es noch immer nicht genügend Organspender. Trotz aller Kampagnen. Mein Vater wollte spenden. Es hat nicht gepasst. Selbst bei Blutsverwandten nicht selten. Umso mehr Glück, dass Ihr Mann als Spender in Frage kommt. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Bei meinem Vater in der Klinik. Markus war sein Patient. Schicksal? Warum willst du ihr diesen Traum zerstören? Sollte Judith jemals erfahren, dass wir dem Schicksal ein klein wenig nachgeholfen haben? Klein wenig. Dir kam das doch ganz gelegen, dass ich als Spender in Frage komme und pleite bin. Ja. Ihr habt euch ineinander verliebt, erst dann habe ich überprüft, ob du als Nierenspender in Frage kommst. Es war eine glückliche Fügung. Für uns alle. Ich freue mich wirklich, dass du deine Meinung zu dem Kleid geändert hast. Was tut man nicht alles für die Familie? Ich helfe dir gerne morgen beim Ankleiden. Und Sie? Haben Sie sich schon getraut? Ich bin wohl mit meinem Beruf verheiratet. Also die Ausrede kenne ich. Die benutze ich auch immer. Ansonsten hoffe ich, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit und Sie fühlen sich wohl an Bord. Und sind doch hoffentlich nicht zu nervös wegen morgen. Vor dem Staatsexamen hatte ich mehr Bammel. Keine Sorge. Wir werden Ihnen morgen eine ganz einfache Frage stellen, die Sie mit einem einfachen Ja beantworten können. Guck mal, da seid ihr richtig gut getroffen. Mhm. Richtiges Dream Team. Bedauerst du eigentlich, dass es zwischen euch doch nicht geklappt hat? Also als Ehepaar, meine ich. Wieso fragst du? Weil ich es schön mit dir finde. Mit uns. Ich weiß, wir haben abgesprochen, dass wir es erstmal locker angehen, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Hm. Ich glaube aber, dass ich das doch nicht so richtig gut kann. Ich möchte gerne deine Freundin sein. Und zwar so richtig und ausschließlich. Und ich wollte wissen, ob du dir das auch vorstellen kannst. Wow. Wow, bloß nicht? Oder wow, finde ich gut? Wow, finde ich gut? Wow. Überraschung. Davon hatte ich heute schon genug. Ich habe den auf dem Bazar gefunden. Ich dachte, wir schauen mal, ob er fliegt. Ich wünsche dir einen guten Flug. Und nimm deine Tasche direkt mit. Dein Studium musst du nicht mehr beenden. Werd doch lieber Schauspieler. Du hast echt Talent. Ich habe dir alles geglaubt. Jude, lass mich das doch erklären. Ich wollte es dir längst sagen. Ich habe immer nach einem passenden Moment gesucht. Den hast du verpasst. Judith. Ich liebe dich. Seit dem Moment, als ich dich in der Klinik gesehen habe. Ehrlich. Ich sag's ja. Schauspieler. Judith, bitte. Judith?
Dirk und ich kaufen da drüben noch ein paar Früchte. Wir können uns heute eine Vorstellung von Derwischen ansehen. Ihre Frau hätte mich gefragt. Dirk wäre auch dabei. Danke, Steffi. Und, ja, möchtest du mit Simone nicht vielleicht mal was für euch machen? Jetzt auf einmal? Ich meine ja nur, findest du es nicht auch komisch, dass Dirk mit nach Kappadokien gekommen ist? Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Ja, Simone, es ist mehr als eine kollegiale Freundschaft. Gibst du nie auf, allmählich wird's anstrengend. Frag Dirk, er hat's mir selbst gesagt. Dirk dir? Ja. Und du erzählst es brühwarm weiter, warum nur? Ich dachte, du solltest es wissen, aber wenn es dir egal ist. Dirk ist also in dich verliebt? Dirk war mal verliebt in mich. Das ist ein großer Unterschied, du eifersüchtiger kleiner Pascha. Und warum hast du mir das nie gesagt? Na, weil ich dir noch einiges andere aus meinem Leben nicht erzählt habe. Dirks vergangene Gefühle sind doch nicht wichtig für uns. Die ständigen Versuche deiner Mutter, unsere Ehe zu torpedieren, hingegen schon. Ja, die kann echt biestig sein. Und jetzt? Rede ich ein ernstes Wort mit Dirk? Leila hat mich absichtlich falsch verstanden. Ich habe nur in der Vergangenheitsform gesprochen. Damit du mit dem Zelt bist. Das ist ein Argument. Et voilà. Das ziehe ich nicht an. Das ist ein Albtraum. In Weiß. Ja, es ist zugegebenermaßen nicht ganz dein Stil, aber sie ist als Friedensangebot meiner Mutter. Wohl eher als Kampfansage. Ich wette, du siehst darin umwerfend aus. Guck mich nicht so an. Bitte, für uns. Das zieht mich. Wer verteidigt denn jugendliche Intensivtäter und fordert, dass sie eine zweite Chance bekommen? Manche sogar eine dritte oder vierte. Und bei deiner eigenen Schwiegermutter? Bei meinen Mandanten sehe ich die Möglichkeit, dass sie sich ändern können. Und bei meiner Mutter nicht. Frau Anwältin, Sie enttäuschen mich. Sie sind nicht nur voller Vorurteile, Sie sind auch noch stolz darauf. Einspruch? Wird nur stattgegeben, wenn du meiner Mutter eine Chance gibst. Das ist Erpressung. Liebe. Liebe ist Erpressung. Ich will dein verdammtes Geld nicht. Das habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Meine Bank zahlt alles zurück. Vertrag ist Vertrag. Sie ist als eine Art Mitgift. Ich lasse meinen Schwiegersohn nicht in die Privatinsolvenz gehen. Ich habe mich nie darauf einlassen dürfen. Ich werde Judith alles sagen. Das darfst du nicht. Ich will meine Frau nicht länger belügen. Nur noch 6 Mal. Ich führe eine Strichliste, wie oft ich noch an diese Maschine muss. Bis vor kurzem war ich noch auf Jahre eingestellt, so langsam jemand auf der Warteliste hochrückt. Ja, leider gibt es noch immer nicht genügend Organspender. Trotz aller Kampagnen. Mein Vater wollte spenden, es hat nicht gepasst. Selbst bei Blutverwandten nicht selten. Umso mehr Glück, dass Ihr Mann als Spender in Frage kommt. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Bei meinem Vater in der Klinik. Markus war sein Patient. Schicksal? Warum willst du ihr diesen Traum zerstören? Sollte Judith jemals erfahren, dass wir dem Schicksal ein klein wenig nachgeholfen haben? Klein wenig. Dir kam das doch ganz gelegen, dass ich als Spender in Frage komme und pleite bin. Ja. Ihr habt euch ineinander verliebt, erst dann habe ich überprüft, ob du als Nierenspender in Frage kommst. Das war eine glückliche Fügung. Für uns alle. Ich freue mich wirklich, dass du deine Meinung zu dem Kleid geändert hast. Was tut man nicht alles für die Familie? Ich helfe dir gerne morgen beim Ankleiden. Und Sie? Haben Sie sich schon getraut? Ich bin wohl mit meinem Beruf verheiratet. Also die Ausrede kenne ich. Die benutze ich auch immer. Ansonsten hoffe ich, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit und Sie fühlen sich wohl an Bord. Und sind doch hoffentlich nicht zu nervös wegen morgen. Vor dem Staatsexamen hatte ich mehr Bammel. Schwiegertochter sieht echt nett aus. Nett und alt, beides ist keine Basis für eine Ehe. Mesut wird das hoffentlich bald einsehen. Ich hab's dir gesagt, schick den Jungen zum Studieren nach Istanbul. Gehören die Kinder noch auf ihre Eltern? Dann wäre all das nicht passiert. Ja, deswegen bin ich heute auch mitgekommen, Baba. Wenigstens ist er attraktiver als die anderen. Wer? Ja, Dirk, mit dem ich Papa verkuppeln will. Findest du? Mhm. Sehr viel attraktiver. Ich meine, die
dieses Lächeln. Total sexy. Und der Rest auch. Arrangierte Ehen sind ja echt von gestern, aber manchmal sollte man echt auf euch hören. Mach mal die Augen zu. Gib mal deine Hand. So. Und wir fliegen los. Jetzt wünscht ihr was. Ich bin wunschlos glücklich. Passt. Wie wäre es mit einem Kind? Ist das nicht ein bisschen riskant? Du hast mit meinem Vater geredet, stimmt's? Es ist nicht seine Entscheidung, sondern unsere. Mit der wir uns vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen sollen. Ja, die habe ich aber nicht. Niemand weiß, wie lange eine Spenderniere hält. Und wenn ich Pech habe, dann muss ich in ein paar Jahren schon wieder zur Dialyse. Ich möchte eine Familie, bevor es zu spät ist. Schatz, ich liebe dich und ich möchte gerne das ganze Programm. Aber eins nach dem anderen. Wir sollten es nicht mehr ins Knie brechen. Mit dem Heiraten konntest du ja auch nicht schnell genug gehen. Ich hab doch einen guten Grund. Du kriegst meine Niere. Aha, also wenn ich gesund gewesen wäre, dann hättest du mich nicht geheiratet. Das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. Komm, jetzt dreh mir doch dieses Wort im Mund rum. Für manche Dinge braucht es keine Worte. Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Markus, was ist los? Ich bin pleite. Richtig pleite. Deshalb konnte ich auch nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Ich habe für einen Freund eine Bürgschaft übernommen. Wir wollten zusammen was aufziehen. Er hat mich hängen lassen. Wieso hast du denn nichts gesagt? Mein Vater hilft uns bestimmt. Ich will das Geld deines Vaters nicht. Der mischt sich in alles ein. Ich wette, das ist er. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Ich melde mich. Hallo, Prinzessin. Wollte nur kurz hören, wie es euch geht. Spin. Ich wollte es dir einfach nur gleich sagen. Also, wir hören uns. Andrea, warte. Morgen. Guten Morgen. Können Sie einfach vergessen, dass Sie mich hier gesehen haben? Sie wissen schon, warum Andrea das Schiff verlässt. Gestern Abend echt was verpasst? Das glaube ich nicht. Wenn alte Scheunen brennen. Du musst es ja wissen. Meinen Segen habt ihr. Warum bist du abgehauen? Seniler Bettflucht. Wir vergessen die letzte Nacht einfach. Vergessen? Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Vielleicht ein Derwisch. Schicke. Komm, komm, komm. Ich musste gestern bei den Derwischen an dich denken. Wieso? Ja, du bist immer so glücklich, wenn du tanzt. Das ist eine Schande, dass eine so tolle Frau wie du allein ist. Naja, das kann sich ja vielleicht doch noch mal ändern. Sag niemals nie. Hast du noch mal drüber geschlafen? Sozusagen. Das finde ich gut. Was hältst du von der Idee, Onkel Gian auf dem Rückweg noch mal einen Besuch abzustatten? Wieso? Naja, er ist auch verwitwet. Und fast 70. Ach, ich finde, er geht gut und gern für 60 durch. Junge Männer kommen für dich ja nicht in Frage. Kommen sie nicht? Ganz und gar nicht. Am besten streichst du sofort wieder, was ich dir gesagt habe. Eltern sollen nicht mit ihren Kindern über sowas reden. Ja, wir müssen los. Vielleicht ohne mich. Ich habe Höhenangst. Seit wann das denn? Seit heute. Im Alter wird man sprunghaft. Thank you.
Vermissen Sie nicht etwas? Nein. Wieso? Ihre Stola. Ja. Danke. Entschuldigung. Nichts passiert. Ihre Stola. Na? Auch früh aufsteher? Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Weiß auch nicht warum. Also, ich weiß meistens, warum ich keine Ruhe finde. Wollen Sie darüber reden? Sie sind Hochzeitsplaner und leider kein Priester, dem Absolution erteilen kann. Meine Mutter hätte sich über einen Priester in der Familie gefreut. Aber da ist diese Sache mit dem Keuschheitsgelübde. Sie haben ja berufsbedingt schon einige Paare erlebt. Finden Sie, man muss sich alles sagen? Die wichtigen Dinge schon. Wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst hat? Der Portier hat mir gesagt, dass ihr hier oben seid. Mein Vater geht nicht an sein Telefon. Ach, der schläft bestimmt noch. Papa geht immer ran, wenn ich anrufe. Oder zumindest ruft er sofort zurück. Können Sie vielleicht Andrea anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist? Natürlich. Danke. Ruft doch in der Klinik an. Frau Herzog weiß bestimmt, wo er steht. Markus, wo ist Judith? Auf ihrem Zimmer. Sie hat mich gerade rausgeschmissen. Nein, sie ist nicht mehr da. Wahrscheinlich macht sie die Tür nicht auf, weil sie dich genauso wenig sehen möchte wie mich. Das Zimmermädchen hat die Tür geöffnet. Judith ist weg. Dann hat das wohl nicht mal ausgehalten. Wie hat sie das überhaupt alles rausgefunden? Die Polizei hat mein Handy gefunden. Eine Hotelangestellte hat es Judith gegeben. Sie hat die Mailbox mit deiner Nachricht abgehört und... Tja. Irgendwann kommt alles raus. Müller? Meine Frau hat Ihnen eine Mail geschickt. Ja, das ist ein Missverständnis. Es bleibt alles wie geplant. Ich kümmere mich darum. Was ist? Judith hat die Transplantation abgesagt. Was? Entschuldigung, wo finde ich Frau Günnis? Ladies, ja. Danke. Warum hast du Mesut gesagt, dass ich in Simone verliebt war? Das ist doch kein Geheimnis, oder? Das hast du ihm nur gesagt, damit er mich wegjagt. Blödsinn. Du wirst mich los und deine Gefühle für mich. Wie kann ich etwas loswerden, das ich gar nicht habe? Ich bilde mir das also alles nur ein? Mein Herz schlägt jedes Mal höher, wenn du vor mir stehst. Seit wir auf dem Schiff getanzt haben, verliere ich den Boden unter den Füßen. Leila, ich habe mich in dich verliebt. Und bitte sag jetzt, dass ich mich gerade unsterblich blamiere. Oder... Oder? Küss mich. Derwische sind eine Art islamische Mönche, die spirituelle Erleuchtung und die Nähe zu Allah suchen. Der Begriff leitet sich aus dem persischen Wort Fortür ab. Durch das Tanzen geraten sie in Trance und überschreiten die Schwelle in einen anderen Zustand.
Ich habe mit der Polizei gesprochen. Wir können eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber Judith ist erwachsen. Deshalb werden sie erst aktiv, wenn sie länger als 24 Stunden weg ist. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Markus manipuliert. Also fuhren Sie irgendwann mal rüber, um sich den Ort anzuschauen. Von dort aus betrachtet, fanden Sie es aber auf Ihrer Seite viel schöner. Und meinten, dass Ihre Nachbarn wohl blind sein müssen, weil sie die Schönheit nicht erkennen. Oh, dann war das wohl lieber auf den ersten Blick, weil die macht ja bekanntlich blind. Ja. Bei mir war es genau umgekehrt. Bevor ich dich getroffen habe, war alles dunkel. Oh. Mese. Mese. Verzeihung, sie funktioniert nicht. Wie? Es tut mir leid. Vielleicht ist bei der Fehlbuchung irgendwas schiefgelaufen und dein Bankberater hat zu viel abgebucht. Nimm doch meine Karte. Ich kann Ihnen auch... Nein. Ich habe noch Bargeld. Deine Familie ist sehr nett, aber wie lange geht denn das noch? So wie ich deine Mutter verstanden habe, wird in der Türkei lang und ausgiebig gefeiert. Wieso verschwindet ihr beiden nicht einfach? Ja, und was soll ich meiner Mutter sagen? Um Leila kümmere ich mich. Deswegen habt ihr mich doch mitgenommen, oder? Das nenne ich ein Trauzeugen. Und was sagst du meiner Mutter, warum wir weg sind? Sag ihr, die Schwerkraft fordert ihr Trick. Gern. Haben wir konuştun? Ama da söyledin ama. Entschuldigung. Ich soll ihn ausrichten. Die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Simone sagte, sie wüssten, was gemeint ist. Naja, die beiden Turteltäubchen brauchen auch mal Zeit für sich. Zum Kindermachen wohl kaum. Naja, es macht doch Spaß ohne direkte Zielvorgabe. Die Idee, Dirk mitzunehmen. Ist nur keine Dauerlösung. Deine Mutter bräuchte dringend einen Mann. Ja, aber sie will nicht. Es ist nicht so, dass es keine Anwärter gäbe. Gian hat mich auch schon angesprochen. Dein Onkel? Judith. Ich liebe dich. Seit dem Moment, als ich dich in der Klinik gesehen habe. Ehrlich. Ich sag's ja. Schauspieler. Judith, bitte. Judith? Judith! Mist! Dirk und ich kaufen da drüben noch ein paar Früchte. Wir können uns heute eine Vorstellung von Derwischen ansehen. Ihre Frau hat mich gefragt. Dirk wäre auch dabei. Danke, Steffi. Und, ja, möchtest du mit Simone nicht vielleicht mal was für euch machen? Jetzt auf einmal? Ich meine ja nur, findest du es nicht auch komisch, dass Dirk mit nach Kappadokien gekommen ist? Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Ja, Simone, es ist mehr als eine kollegiale Freundschaft.
Gibst du nie auf? Allmählich wird's anstrengend. Frag Dirk. Er hat's mir selbst gesagt. Dirk dir? Ja. Und du erzählst es Brühwarm weiter. Warum nur? Ich dachte, du solltest es wissen. Aber wenn es dir egal ist. Dirk ist also in dich verliebt? Dirk war mal verliebt in mich. Das ist ein großer Unterschied, du eifersüchtiger kleiner Pascha. Und warum hast du mir das nie gesagt? Na, weil ich dir noch einiges andere aus meinem Leben nicht erzählt habe. Dirks vergangene Gefühle sind doch nicht wichtig für uns. Die ständigen Versuche deiner Mutter, unsere Ehe zu torpedieren, hingegen schon. Ja, die kann echt biestig sein. Und jetzt? Rede ich ein ernstes Wort mit Dirk? Leila hat mich absichtlich falsch verstanden. Ich habe nur in der Vergangenheitsform gesprochen. Es ist doch vergangen. Ja, natürlich. Ich bin schon lange über dich hinweg. Oder hast du irgendwelche Verdachtsmomente? Naja, du hast dich kurz vor der Hochzeit von deiner Freundin getrennt und du erzählst Leila, dass du mich verliebt warst. Das ist schon ein bisschen irritierend. Ich liebe dich immer noch. Als Kanzleipartnerin. Aber begehren tue ich eine andere. Und zwar sehr. Wieso weiß ich davon nichts? Ich bin nicht so selbstlos, wie du denkst. Oder glaubst du wirklich, ich bin nur mitgekommen? Du hast so viel für mich getan. Das kann ich dir niemals zurückzahlen. Jedenfalls nicht mit Geld. Ich meine ja nur, dass... Menschen machen Fehler. Dinge, die sie bereuen. Ja, das will ich auch hoffen. Wie für dich gemacht? Schau dich doch mal an. Findest du das nicht alles so ein bisschen viel? Perfekte Ablenkung. Ab einem gewissen Alter fordert nun mal die Schwerkraft ihren Tribut. Und die Haut hängt dann mal gerne. Bei mir hängt nichts. Mein Dekolleté kann sich auch sehen lassen. Ja, aber die Spitze ist doch so sehr... Altmodisch. Alt und modisch, passt doch. Aber bitte, ich kann sie auch abtrennen. Maximale Wassertiefe 7 Meter. Egal, wir gehen da drüber. Morgen, Captain. Morgen, Beatrice. Na? Ist das nicht ein herrlicher Tag zum Heiraten? Ist deine Rede fertig? Ja. So gut wie. Du hast nicht mal angefangen, wetten? Typischer Fall von Prokrastination. Ja, und du leidest unter chronischer Drängelei. Oh, das ist doch gar nicht wahr. Frag Dr. Sander, der wird dir das bestätigen. Na komm jetzt, heiraten. War das ein Antrag? Das ist doch... Hammer. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wow. Ist das deine Rede? Ja, du hattest recht. Ich leide an Pro-Dickster. Prokrastination. Was willst du denn jetzt machen? Improvisieren? Ja. Liebe Brautpaare, liebe Gäste... Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Prokrastination bekannt vorkommt. Es handelt sich dabei um eine Art Erledigungsblockade, die manche Menschen dazu bringt, Dinge immer wieder zu verschieben. Sie leiden nicht darunter. Sie haben sich entschieden. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, dass Sie diese Entscheidung nie bereuen werden. Und daran mögen Sie diese Anker immer erinnern. Lieber Markus, wollen Sie Judith lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Meine Sekretärin, Frau Herzog, und nicht die meiner Tochter. In Zukunft erzählen Sie ihr gar nichts mehr. Verstanden? Moment. Komm rein, Prinzessin. Ich rufe später noch mal an. Moment, geht's nicht. Du hast gewusst, dass Markus als Spender in Frage kommt. Wie kommst du denn auf Schluss Oberfläche? Jetzt mit den Lügen! Hier ist der Beweis! Was hast du ihm dafür geboten? Du übernimmst seine Schulden, stimmt's? Aber Markus will das Geld gar nicht mehr.
Papa, du bist Arzt. Du hast einen Eid geschworen zum Wohle deiner Patienten. Du bist meine Patientin. Und meine Tochter. Ich werde nicht zulassen, dass du langsam immer schwächer wirst. Du kannst nicht noch 5 Jahre auf ein Spenderorgan warten. Organhandel ist strafbar. Markus darf für dich spenden. Oh Gott, du hast das von Anfang an geplant. Wie konnte ich nur so blöd sein? Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich will alles für dich tun. Aber ich will das nicht. Ich will keine gekaufte Niere und ich will erst recht keinen gekauften Mann. Aber Markus liebt dich wirklich. Wenn er das tun würde, hätte er bei diesen miesen Spielen niemals mitgemacht. Prinzessin. Die mal insgesamt ein bisschen enger zusammenrutschen. Dirk auch, genau. Nimm sie mal ruhig richtig in den Arm, das sieht schön aus. Super. Alle mal lächeln. Oh. Stefan, kannst du kurz aus dem Bett gehen, bitte? Danke. Der untere Teil dieser Felsen ist aus weichem Tuffstein. Und der obere, etwas dunklere Teil ist ein härteres Vulkangestein. Es erinnert so ein bisschen an eine Kamine mit Abzugshauben. Also ich habe da etwas andere Assoziationen. Nicht so laut, das könnte meine Mutter hören. Glaubst du, der Klapperstorch hat dich gebracht? Als Kind hat meine Großmutter mir erzählt, ein Riese lebt unter der Erde und das wären die Schornsteine von seinem Ofen. Ja, da hat sie sich und dir wohl etwas vorgemacht. Scheint bei euch in der Familie zu liegen. Hör auf, mich so anzusehen. Oder ich sitze dich wieder. Wie sehe ich dich denn an? Ach, das weißt du doch ganz genau. Um das noch mal klarzustellen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die jemanden suchen, um mit ihm alt zu werden. Ich bin schon alt. Ein Quatsch. Du kannst doch weiter ein... Dr. Ralf Hartmann. Oh, es ist herrlich warm hier drin. Hallo Ralf, hier ist Markus. Judith weiß jetzt, dass ich pleite bin, aber noch nicht den Rest. Ruf mich bitte an, wir müssen dringend sprechen. Das klingt auch wie Madonna. Wir sollten tanzen gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ach, kommen Sie. Sie tanzen doch so gern. Zu Madonna? Diese Frau hat keine Würde mehr. Sie sollte aufhören, in ihrem Alter davon zu jagen. Mit jüngeren Männern? Wie wär's mit einer Friedenspfeife? Ich wüsste nicht, dass wir Krieg führen. Haben Sie schon mal Nargile geraucht? Ich meine Shisha. Nein. Dann lassen Sie es sich doch von meiner Tochter zeigen. Ja, gerne. Du rauchst? Shisha ist was für Männer. Quatsch. Die Frauen aus Istanbul sind in manchen Dingen viel weniger konservativ als die aus Köln. Genau. Ich bin nicht konservativ. Na, dann probieren wir es zusammen aus. Man sollte immer offen sein für neue Erfahrungen. Dann macht ihr mal. Wir lassen die Jungen allein. Wir Alten stören. Also, wollen wir? Ja. Tante verpasst wirklich etwas. Ach, Leila. Ihre Generation verbietet sich einfach viel zu viel. Mein Vater und Sie glauben noch an arrangierte Ehen. Aber wir modernen Frauen entscheiden selbst, wen wir heiraten und wen nicht. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich muss ins Bett, wir fliegen morgen nach Kappadokien.
Also, entweder Sie behaupten das, um Ihre Abfuhr charmant zu verpacken, oder Sie sind vergeben. Mein Schatz. Okay, verstehe, dann hat mein Vater wohl was falsch verstanden. Aber es war trotzdem ein netter Abend.